Er verbindet irgendwie. Noch ist er offline. Nee, kann nicht sein. Auch kommt jetzt. Nee. Jetzt. Jetzt. Das hat doch funktioniert. Hallöchen, meine Lieben. Ein bisschen Verzögerung. Ich grüße euch alle. Und wir haben auch direkt die Leute mitgebracht. Wir vergeuden heute keine einzige Minute und drehen direkt voll auf. Und wen können wir denn alles so hier begrüßen? Ja, ich bin wieder dabei, die Fiona. Dann einfach der Reihe nach, wie sie hier so im Teamspeak rumhängen. Als nächstes Rosi, glaube ich. Hallo, Rosi ist auch im Schlüssel. Am Ja, und natürlich Stissel. der Roberts zum allerersten Mal natürlich. Dann. Ja, der Pack wieder mit dabei, ne? Ach du Scheiße, der schon wieder. Ey. War doch nicht diese mit mir. Viel schlimmer ist der Nein. nächste. Wer haben wir denn noch da? Ja, dich zum Beispiel. Mich, Das meinte ich. ja, hallo, Redwood, ich grüße Sie. Dann haben wir Loa Staub. Hi. Hi. Ich bin schüchtern. Hallo. Dann haben wir Lukas. Ein wunderschön. Dann haben wir die Kati. Hallo. Den Henry. Hallöchen. Annie. Hallo. Apokalypsis. Moin. Ava. Hi. Damien. Hallöchen. Die Nadine. Guten Abend. Und zu guter Letzt aktuell den Obey. Was geht? Was geht? Also wenn man sich die Ganz schön ganze. voll heute hier bei uns, oder? Wie bitte? Ja, ganz schön voll hier heute bei uns. Schön. Ja, und da fehlen theoretisch sogar noch welche. Ja, aber habt ihr gemerkt, wenn man sich die ganzen Begrüßungen rausschneiden würde, könnte man einen Rap daraus basteln. Ja, mach mal. Bitte nicht. Ja, schön, dass ihr alle hergefunden habt Warte mal. zu unserem monatlichen Newsletter-Stream. Also, wie immer, unser Newsletter, der jetzt am, wann war es? 31. oder am 1.? Ich bin mir jetzt gerade nicht Am sicher. 31. am Am Montag. 31. erschienen ist, vom letzten Monat. Könnt ihr all diese Dinge jetzt auch nachlesen, die wir euch jetzt gleich nochmal auf der Tonspur und in Bild präsentieren, teilweise? Gut, fangen wir doch gleich mal ganz vorne an. Na, vorgestellt haben wir uns im Grunde ja schon so ein bisschen. Aber wir haben natürlich auch neue Leute bei uns im Dirty Team, allen voran auch im Community Management selbst. Da haben wir zum einen nochmal den Pack, der sich bitte nochmal ganz kurz vorstellt. Hallo, Herr Pack? Schüchtern. Ja, schüchtern. Deswegen bist du zum Community Das, Management gekommen, das, weil du ja, schüchtern du bist. ja. Macht nichts draus. Es hören dich nur 48 Leute. Nee. Ja, was soll ich großartig erzählen? Ich bin Pack. Ich spiele schon etwas länger RP, noch nicht so lange auf Dirty. Bin 26 Jahre alt und bin IC tatsächlich Teil des Black Eagles MCs und in der Crime Scene unterwegs. Und warum bist du zum Community Management gekommen? Bis zum Community Management gekommen bin ich durch das Safari-Event tatsächlich, weil ich da selber Teil dran war und das Glück hatte, das Unglaubliche losgezogen hat, ein Spiel spielen zu dürfen. Das hat mich so ein bisschen angespornt, mich damit einzubringen, weil ich das irgendwie geil gemacht fand. Und ja, darum bin ich hier. Alles klar. Dann haben wir auch noch als neuer Teil des Community-Teams unseren lieben Roberts. Ja, tach, tach. Ja, ich bin Roberts, 21 Jahre alt. Seit, boah, ich würde mal so sagen, seit so der Mitte von D1 schon auf Dirty unterwegs. Und ja, auf dem Server bin ich so der vorbildlichste Zivilist, den es gibt. Und genau. Genau, warum bin ich zum Committee? Ich nehme das dir einfach mal vorweg. Ja. Ja, einfach um die Leute ein bisschen zu unterstützen. Für die Community ein offenes Ohr zu haben und natürlich das Beste daraus zu machen. Und weil mich die Events echt interessieren und echt gut sind. Ja, und du natürlich auch gerne am Newsletter mitarbeitest und den Genau, Stream mit genau. vorbereitest. Ich habe das schon Natürlich. verstanden. Das gehört ja auch Okay. mit dazu. Genau. Sehr schön, sehr schön. Gut, aber wir haben im Team ja noch mehr Zuwachs bekommen. Da haben wir zum einen, jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen. Wir hatten den Kevin und Loa Staub sind noch mit dazu gegangen. Ich glaube, Kevin konnte leider nicht kommen. Loa Staub habe ich schon gesehen. Ja, hallo. Ja, hi. Hi. In welchem Bereich bist du jetzt mit dazu gekommen?
Also ich bin jetzt Dev-Trainee, möchte Developer hier werden, bin selber hauptberuflich auch Softwareentwickler, 28 und hab Bock. Hast Bock, dem Team ein bisschen unter die Arme zu greifen in deiner Freizeit und lieber ein bisschen rumzubasteln, anstatt wirklich selber auch IC zu gehen, weil das ist immer das, glaube ich, was viele ein bisschen vergessen. Statt IC zu gehen, machen halt die Leute vom Team dann wirklich was, damit ihr IC viel mehr Spaß habt. Genau. Perfekt. Ja, super. Auf jeden Fall sehr löblich. Kevin hat es tatsächlich, glaube ich, nicht geschafft. Ne, habe ich nicht gesehen. Nee. Gut. Ja, auf jeden Fall willkommen im Team. Wir freuen uns immer über neue Kollegen, die uns hier tatkräftig unterstützen und halt wirklich schauen, dass Dirty auf jeden Fall weiter erfolgreich nach vorne gucken kann. Und ganz kurz, in 10 Sekunden kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Was genau soll ich jetzt in diesen verbleibenden 8 Sekunden noch sagen? Du kannst weiterreden. Das ist so toll. Also 10 Sekunden ist schon eine schlechte Zeit. Ich wollte die Stimmung ein bisschen aufheizen. Jetzt kommt's, ja. Das wäre genauso schlecht wie im Fernsehen. Den ungünstigsten Moment. Jetzt wollte ich gerade wissen, wie es weitergeht. Mann. Da muss ich eh nie. Frech, Runa, frech. Haben wir jetzt eigentlich für Werbung? Gar keine. Wie gar keine? Ich dachte, da kommt jetzt Also, Werbung. Werbung läuft 2 Minuten lang. Ja, Ja, was eins für von Werbung? vier. Du hast keine Werbung, Fiona. Ja, aber die anderen. Ich dachte, dann hätte man wenigstens die Lücke jetzt füllen können, weil die im YouTube-Video haben wir die nämlich nicht drin. Das ist richtig. Ja, hätten wir uns jetzt wenigstens über die Werbung auslassen können. Gut, wir können fortfahren. Ja, dann ist doch toll. So. Wie bringt man den Moderator aus dem Konzept, ne? Mit einer Werbung. Ja, mit einer Werbung, auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was es jetzt einfach alles Neues gab im letzten Monat. Wir hatten da allen voran als ganz neues Feature die Taucherflaschen, aber da kommen wir erst ein bisschen später zu. Schauen wir uns doch erstmal die Fahrzeuge an. Redford, schieß los. Also, wir haben ein Autark. Der liebe Herr Roberts, der darf da gerne mal einsteigen und mal mitfahren. Und kann euch vielleicht auch ein, zwei Sachen über dieses Fahrverhalten, dieses Fahrzeug erzählen? Habt ihr den anderen hier schon umgefahren? Nee, der muss so. Nee. Muss so ist Deko, ja. Ja, genau. Ja. Aber können wir mal ein bisschen losrollen. Dann erzähl doch mal was, Roberts, über das Fahrzeug. Du Ich bist es ja schon jetzt. gefahren. Eieiei, auch noch. Also der Autarch, muss ich sagen, habe ich vorhin schon das Statement dazu gemacht, ein sehr, sehr schönes Handling und auch ungetuned eindeutig zu gebrauchen. Viele sagen natürlich, gut, das ist natürlich etwas ja, wie sagen wir, ein ausgefallenes Design, aber ansonsten, wenn man sich den mal anschaut, vom Handling her, von den Geschwindigkeiten her, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Auto. Na, was ist die Höchstgeschwindigkeit? Glaube, ich habe vorhin auf dem Highway so die 240, 250 geknackt. Ja, ungetuned. Wir sind ungetunte Autos, ne? Nur Optik. Genau, man sieht ja auch hier auf den kurzen Strecken, kommt man schon fast an die 200 ran. Oh je. Ich frage gerade im Chat, wie teuer das ganze Auto ist. Wie bitte? Ich frage jetzt gerade im Chat, wie teuer das Auto ist. Haben wir da irgendwelche Infos? Oh, da haben wir keine Infos. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Am besten das Ganze einfach mal IC bei dem Autohaus deines Vertrauens nachfragen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ja, und dann haben wir auch schon nächstes Fahrzeug. Und zwar kommen wir erstmal vielen Dank XLPTV. Vielen Dank. Für deinen Follower. Vielen lieben Dank. Ahoi, willkommen bei Dirty Gaming. Wir haben als nächstes ein sehr spezielles Fahrzeug. Und zwar ein 6x6. Ein sehr. Also ich nenne es gerne ein Schlachtschiff. Also dieses Fahrzeug ist. Also wie soll ich sagen? Es ist halt. Es fährt sich halt wie ein Schlachtschiff. Also. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist ein sehr großer Wenderadius.
Wir wenden in 5 Zügen hier, damit er an uns vorbeikommt, oder? Ja, ungefähr. Auf jeden Fall eine sehr wilde Optik-Tuning-Geschichte. Ja. Er liest sich wieder hin. Ja. Also generell zu dem Fahrzeug kann sich viel sagen, 160 Max. Hat die gleiche Lagerkapazität wie andere Fahrzeuge der gleichen Klasse. Nein, ich weiß ja nicht. Hat der nicht sogar ein bisschen mehr? Ja, ja, stimmt, wir liegen bei 200. Wir liegen bei 200, ja. Aber es ist halt dadurch, dass es 6 Reifen sind, also 3 Achsen sind, ist es halt nur mit LKW-Führerschein, ne? Ja. So, dann könnt ihr mal alle einsteigen und in dem Fahrzeug hinter euch. Und dann fahren wir mal zum Leuchtturm. Ich fahre nicht mit Roboter, da kriege ich Angstzustände. Ah, toll. Wie jetzt alleine fahren, oder was? Ich. Wir haben ja gerade schon eindrucksvoll gesehen, dass du nicht fahren kannst. Anfahren. Es war gerade starker Seitenwind und genau, der Teer ist auch schon relativ alt und deswegen rutscht es halt, weißt du? Jetzt auch gesagt. Ja, ja. Geht diese Ausrede eigentlich so beim PD? Also. Nee. Ja, nee. Nee. Das ist ja ein bisschen sehr. Sehr tief. Ja, ich frage nur für eine Freundin. Also. Ah, genau. Ah, ja, so ein Ding ist halt, ja. Ja, genau. Da war eine Schlange auf der Straße. Ja. Ja. Wollte ich nicht mehr. Also, das weiß ich nicht. Ich glaube, die war auf der Jagd nach so einem Killer-Eichhörnchen. Weißt schon, die immer die Scheinwerfer kaputt machen. Ja. Genau die und keine andere. Ja. Ja, nee, genau, also, aber, Mein Hund hat mit auch dem meine kann man sicherlich auch gut durchs Gelände, oder? Ja. Der verhält sich wie ein 6x6, ne? Das Einzige, was im Anku, was das Auto tatsächlich hat, zum 6x6 vom Dubster her. Also, er kann auch, ist, dass es kein Sechssitzer ist. Also ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert eigentlich, weil es ist tonnenweise Platz da hinten für ein 6. Ich hätte sogar daraus einen 8-Sitzer gemacht. Ja, auf jeden Fall. Was machst du denn da mit uns? Ja, ich wollte Offroad, also. Dass er Offroad fahren kann, ja? Ja, aber doch nicht so. Ja, so. Also so fahren wir bitte nicht. Nein, so fahren wir bitte nicht. Ich möchte aussteigen, trinken. Ich will ganz kurz darüber unterhalten, dass Roberts und Redwood nicht mehr die Fahrer machen. Also ich sag mal so, mit den Dingern an den Füßen wäre ich auch so schlecht gefahren. Ja, die sind natürlich schuld, ne? Also definitiv. Aber deswegen sollst du ja laut dem Traffic Code auch immer schauen, dass du fahrtüchtig bist, ne? Wie auch immer. So, wir sind jetzt hier, weil wir ja noch ein anderes Feature hatten, ne? Das ist richtig. Ja, machen wir weiter. Und zwar das Tauchfeature. Und zwar, Roberts kann gleich mal seine Kartusche anziehen, seinen Tauchanzug anziehen und die Kartusche mal. Erklär doch mal, wie das alles funktioniert, damit auch die das vielleicht noch nicht ausprobiert haben, auch mal sehen, was man denn da wie machen muss. Ja. Also, als erstes, was brauchen wir, um überhaupt tauchen zu können mit einer Taucherflasche? Wir brauchen eine Taucherflasche. Eine Taucherflasche, die brauchen wir. Und wir brauchen eine Sauerstoffkartusche. Wo kriegt man das? Die Sauerstoffkartusche, die kann man. Die Sauerstoffflasche, alles. Achso. Naja, die Sauerstoffkartusche, die muss man bauen. Und kann sich die beim FD auftanken lassen. Alles andere, was das ganze Taucherequipment angeht, findet ihr in Paleto Bay bei diesem richtig schönen Tauchersymbol. Da, wo die Event-Location ist, unten bei der 925. Da ist ein kleiner. Okay, also, da gab es auch einen neuen Eintrag dann jetzt in den. Fürs Navi. Sehr genau. Gut. So, wir ziehen praktisch die Sauerstoffflasche an.
Aber warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich muss jetzt nicht mehr kreuz und quer durch die Stadt fahren, um mir mein Taucherequipment zu sammeln? Nein, musst du nicht mehr. Nein. Alles an einem Ort? Du kriegst alles, genau, alles an da. Einem Perfekt. Ort. Außer die Kartuschen. Gut, wo also stellt du man kaufst die her? Dir da deine Taucherflasche, die Kartusche lässt du dir von einem Zubehörhändler wahrscheinlich? Zubehörfabrik, ja. Zubehörfabrik bauen und dann ist die Kartusche aber leer. Das heißt, genau. Mit der kann ich auch nichts anfangen. Genau, die musst du dir beim LSFD auffüllen lassen. Also sprich, ich gehe mit der Kartusche zum LSFD und sag, füll mal auf, oder kostet das was? Ja, das IC herausfinden. Ah ja. Wir wollen nicht so viel verraten. Sehr gut. Ja, so, und dann habe ich eine volle Kartusche. Was mache ich mit der? Ja, dann ziehst du dir ganz normal die Taucherflasche an. Ne, ich glaube, im Job, wenn ihr diese kauft, habt ihr eine kleine da. Also man sieht das auch visuell. Dass sie unterschiedlich sind. Ich habe zum Beispiel die kleine. Und ich habe die große an. Einmal der grüne ist klein und weiß ist groß. Wenn man sich die anzieht, gibt es auch für die kleine eine Animation. Kannst du es nochmal kurz zeigen, Robert, bitte? Ja, ich kann die nochmal kurz ausziehen. Kommt das Gleiche. Man zieht sich das Equipment sozusagen aus. Es dauert natürlich eine Zeit lang, bis man das fachmännisch natürlich abgerüstet hat und wieder angerüstet hat. Als Laie, der wir ja sind. Genau. Dauert jetzt einfach noch ein bisschen. Ups. Und das Gleiche haben wir dann wieder beim Anziehen. Und dann haben wir theoretisch unsere Taucherflasche an. Wenn wir denn unsere Sauerstoffkartusche haben, machen wir auch einen Doppelklick darauf. Und das ist anscheinend auch direkt ein Balken, wo denn die Zeit angezeigt wird, dass wir diese Sauerstoffkartusche bei uns praktisch auffüllen. Okay, und das muss man jetzt natürlich durchlaufen lassen, sonst bricht es ab. Natürlich. Nur ist wie bei anderen Sachen. Kannst ja auch nicht bewegen, gar nichts. Kann man das überhaupt abbrechen? Nee. Ich glaube, das geht gar nicht. Doch, nee, geht nicht. Genau, und wenn wir warten, kann man eigentlich noch mal ganz kurz erwähnen, warum eigentlich eine kleine und eine große Taucherflasche. Ganz einfach aus dem Grund, man kann mit denen unterschiedliche Zeit unter Wasser bleiben. Die kleinen sind sozusagen für die zivile Bevölkerung, die man einfach so kaufen kann. Und die große ist dann für Behörden etc., die halt ein bisschen mehr unter Wasser bleiben müssen und nicht nur einen Hobby-Tauchgang vor sich haben. Ja. Wie viel Liter hast du denn Sauerstoff bei dir drin, Roberts? Ich glaube, bei mir waren es 120. Also bei mir sind es 3 Liter. Ja. Bei der großen. Also und wie lange kann ich damit unter Wasser bleiben? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Nein, das sind, ich glaube, 5 Minuten bei der kleinen und 10 Minuten bei der großen. Nee, 5 Minuten bei der großen und 2 Minuten bei der kleinen. Ah, okay. Richtig. Ja. Das ist ein bisschen arg lang, wa? Ja. Ja gut, dann zeigt mir mal. Also zeigt uns mal vielmehr, wie ihr damit jetzt... So. Ja. Wir haben auch direkt einen schönen Spot ausgesucht. Und zwar, wir werden jetzt mal... Robert, wenn du mal den Stream guckst, bitte. Mhm. Wir haben direkt hier ein Schiffswrack. Da werden wir jetzt mal hingehen. Wir gehen auf die große Insel. Und werden denn mal das Schiffswrack zeigen. Okay. Kann ich ein bisschen näher dran fahren oder willst du das Ganze tauchen? Nö, wir können Ach so, willst du das machen? Ah, okay. Einfach hinporten. Genau. Alles klar. Ein bisschen, ne? So. Gut. Noch kleiner Hinweis. Also wir haben natürlich auch in unserem Newsletter noch die schönsten Spots sozusagen zum Tauchen auch mit drin, wo ihr dann schon mal Vorschläge bekommt, wo ihr wunderschön auch nach Wracks tauchen könnt. Und das ist, glaube ich, auch einer der Spots davon, ne? Das ist einer der Spots davon, ja. Also, wenn ihr da Ideen braucht, wir haben da speziell schon eine Karte, also das ist auch wirklich nicht zu verfehlen dann. Und dann könnt ihr da schön tauchen gehen und auch die Unterwasserwelt entdecken. Es gibt viele Sachen, die man da wirklich sehen kann. Von diversen Wracks bis hin zu wirklich exotischen Dingen. Also wenn ihr mal auf die Dirty News raufschaut, dann könnt ihr eine Karte sehen und in dieser Karte werden auch Spots angezeigt.
wie Fion schon gesagt hat, wir sind jetzt hier bei einem Spot. Und zwar können wir mal ein bisschen zu dem anderen Spot hier hochfliegen. Der müsste hier sein. Ich glaube, der war hier. Mal gucken, wo der hier war. Mal ein bisschen suchen. Hat denn jemand von den Anwesenden hier schon auf dem Live-Server tatsächlich auch diese Taucherflaschen benutzt? Ja. Und? Mega geil. Also habt ihr das zu mehreren dann irgendwie gemacht, oder? Nee, zu mehreren nicht, da sind wir leider noch nicht zu gekommen. Es steht aber auf jeden Fall in der Planung bei uns. Mhm. Aber wir waren zu zweit unterwegs mit dem Speedboot und sind dann zu einem dieser Spots gefahren, und zwar zu dem U-Boot. Und haben uns da halt mit der kleinen Taucherflasche wirklich vergnügt und da getaucht. Das war eigentlich ganz cool. Also das ist mit der kleinen Taucherflasche auch absolut möglich, auch wenn das nur 2 Minuten sind. Ja klar, also du brauchst natürlich ein Boot, womit dass du da irgendwie hinkommst. Ne? Mhm. Also du kannst jetzt nicht die ganze Zeit alles durchtauchen, ist klar. Aber wenn du dann dich dahin bewegt hast und dahin gefahren bist, kannst du dann halt echt gut da tauchen. Also das ist durchaus möglich. Du kannst dich dann auf dem Boot auch fertig machen, das ist auch gar nicht das Problem. Mhm. Dann machst du dich auf dem Boot fertig und dann fängst du an zu tauchen. Ja, cool. Ja, wir haben es ja auch gemacht für den Trailer, den wir dazu gedreht hatten. Und das macht schon Laune. Jedenfalls, sich halt die Sachen mal ganz in Ruhe anschauen zu können. Man braucht halt nicht immer direkt darauf achten, habe ich jetzt noch genug Luft? Halte ich das jetzt noch durch? Muss ich wieder hoch? Ja, klar, ja, aber darfst du es natürlich trotzdem nicht aus dem Auge verlieren, dass auch die Sauerstoffflasche natürlich nur begrenzter Zeitrahmen ist, aber ja. Man hat schon mehr Freiraum damit. Auf jeden Fall. Man kann ja im Notfall sich eine zweite oder eine dritte noch mit ins Boot packen und so sein Abenteuer etwas verlängern. Also sprich, wenn die Kartusche leer ist, dann greift ihr natürlich erstmal auf euren normalen Atem zurück sozusagen. Wenn ihr dann wieder an Land geht, dann könnt ihr eure Flasche auch mit der nächsten Kartusche wieder auffüllen. Ja. Ja, aber das ist halt, lässt halt jedes Mal eine leere Kartusche zurück, die man dann halt auch beim LSFD dann entsprechend wieder auffüllen lassen müsste. Genau. Sehr gut, sehr gut. Also es ist wirklich, auch die Geräuschkulisse und alles, ist halt schon ziemlich interessant. Also die Geräuschkulisse ist echt angsteinflößend. Ja, diesen Wracks teilweise, ne? Ja, ja. Ja, ja, also du hörst halt das Eisen knacken und alles sich bewegen, und wenn du dann die ganze Zeit diese Geräusche hast, dann drehst du dich dann doch schon mal lieber dreimal um. Weil wie wir es dann ja auch nun mal so kennen, gibt es dann ja auch gewisse Leute, die sich dann Spaß draus machen und dann mal eben als Hai kommen oder so. Hatten wir bisher noch nicht in der Zeitung, ne? Taucher von Hai gefressen oder so? Ne, bisher noch nicht, aber kann ja noch kommen durchaus. Ja, ja, richtig. Und, das ist eine ganz gute Idee. Das ist dann schon sehr witzig, actually. Ja, sorgt also vielleicht auch nochmal für das eine oder andere Adrenalinstößchen, sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt, beim Trailer hatten wir das ja auch gemacht, und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, da so rumzugurken mit den Tauchflaschen, und ja. Mal gucken, vielleicht kann man das ja natürlich auch noch für andere Events wieder nutzen, ne? Und ein ganz kleines Gimmick. Wie viel Sauerstoff verbleibt. Ja. Wollte gerade sagen, ist drinne. Also du hast ja normalerweise, Redwood hat jetzt die Karte an bei sich, deswegen siehst du es nicht, aber wenn er jetzt die Karte, kannst du mal ausmachen, mit? Ja, da ist ja immer noch sein Cowboy-Schweinchen vorne drauf, drüber. Ja, nee, aber wenn du die Karte ganz ausmachst, hast du links eine Anzeige übers Essen. Okay. Und dann hast du dort, geht dann am Anfang, ich glaube, bei der kleinen 150. Das geht dann nach und nach runter. Ja. Das klingt nach Sekunden. 100, ja, genau. 127, 126, ja. Genau, richtig. Das sind Sekunden, die du dann halt unter Wasser bleiben kannst. Die gehen dann mit der Zeit runter. Du hast standardmäßig, glaube ich, ohne Taucherflasche 30. Ich glaube 30, je nach Level, was du wahrscheinlich auch an Lungen
wie du deinen Lungenstatus schon verbessert hast, ne? Also dein Lungenvolumen. Genau, also das maximale Lungenvolumen sind ungefähr 30 Sekunden. Ja, richtig, okay. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber du, also, ne, dann hast du deine 30 Sekunden und dann kommen noch 120 Sekunden, also 2 Minuten oben drauf und das hast du dann links angezeigt, als 150 Sekunden, die dann halt die ganze Zeit runtergehen, wo du dann halt drauf achten kannst. Also es ist gut, dass wir jetzt auch die Anzeige hatten, weil bei unserem Videodreh ist vielleicht der eine oder andere verstorben. Das ist leider wahr. Ja. Genau. Also es ist schon sehr schön, gerade durch die engen Gassen durchzutauchen. Das macht schon echt was her. Ja, das auf jeden Fall. Gibt es Strafen, wenn man zu schnell auftaucht, wie in Real Life, wenn man Verletzungen davon bekommen kann? Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, aber wäre vielleicht ein guter Ansatz, falls das noch gar nicht existiert. Ich glaube aber, dass das aktuell nicht ist. Aber wäre vielleicht wirklich eine Überlegung wert. So Taucherkrankheit mäßig. Ja. Wenn du zu schnell auftauchst. Frage ist halt immer, wie weit möchte man das treiben oder wie weit kann man das treiben? Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch noch diese Zeit mit einberechnen, die halt die Flasche hält, ne? Genau, die du auch wieder zurückbrauchst und sowas. Nee, also wie gesagt, probiert es aus. Ist auf jeden Fall echt cool, macht richtig Laune. Redwood, kannst du mal eine First Person geben? Und es gibt unheimlich viel zu entdecken, auch unter Wasser. Noch mal runter. Wie bitte? Ja, also ihr könnt halt auch dann mal so, wie du gerade gefragt hast, auch eine First Person gehen, ist auch gar kein Problem. Ja. Gut. Dann, was hatten wir denn sonst noch Neues? Weiß ich nicht. Die anderen Items hast du auch du dabei, ne? Redwood? Im Auto. Im Auto. Weil sonst. Halloween habe ich auch noch ein paar mit. Genau, weil das ist ja tatsächlich ja noch in den Zubehörshop gekommen. Dann könnt ihr jetzt so langsam aus dem Wasser kommen, bevor wir dann zum nächsten weiterdüsen. Ist jetzt in den Zubehörshop sind noch diverse Items dazugekommen. Zum einen die Kürbislaternen und zum anderen auch die Fackeln, richtig? Mhm. So, dann müssen wir mal gucken. Ah, stimmt, Jerry ist ja gar nicht da. Der kann das jetzt gerade gar nicht zeigen. Ich bin doch da. Ach, bist jetzt auch hier. Sehr schön. Ja, genau. Also die Fackeln. Kann auch jemand eine Kürbislaterne? Genau, du hast sie schon hingestellt. Gab es ja verschiedene Modelle. Wie viel gab es? 3? 3 Modelle zum Hinstellen und eine zum Tragen. Sehr cool. Handhab. Also 2, die gucken so ein bisschen böser und eine, die guckt. Ech. Und die Namen sind lustig. Ja, genau, unsere. Das ist auch so aus so einem Witz passiert, ne? Ich sag zu Lukas, der die angelegt hat, hey, nenn die doch irgendwas Witziges. Jürgen, Udo, Kalle. Und er hat es halt wirklich gemacht. Wie kann das passieren? Ich wollte sagen, so schnell kann das passieren, aber ist doch passend. Ja, nee, passt. Sehr cool. Also das heißt, ihr könnt jetzt die in den Garten stellen oder sonst wo als Deko hinstellen, beziehungsweise halt dann auch eine schöne Nachtwanderung mit Fackeln machen oder weiß ich, wenn ihr euren okkulten Ritus irgendwie bei eurer Sekte, die ihr vielleicht irgendwie demnächst mal gründet, ausführen wollt, dann habt ihr da auch jetzt schöne Fackeln. Ne? Alles easy. Achso, ja. Und man sollte vielleicht davon absehen, mit dem Ding in geschlossenen Fahrzeugen zu fahren. Ja. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen Fail-RP-mäßig. Wie wir es vielleicht schon mehrfach auch gesehen hatten beim Halloween-Event. Gut, ansonsten an Items, glaube ich, waren nichts weiter neu, ne? Das waren die. Nee, das waren die, ja. Das waren die. Genau. So, was hatten wir denn noch? Wir hatten Handschellen und Kabelbinder. Hast du die auch dabei? Im Auto. Im Auto? Kannst du das bei mir benutzen vielleicht? Eigentlich müsste man es bei Redwood benutzen, damit er sich versucht, da rauszukämpfen. Richtig. Kennt sich die Handschellen einfach besser aus, Rosi? Könntest du das machen? Ja, ich kann es versuchen. Habt ihr wenigstens auch Messer mitgebracht? Nee, Messer haben wir nicht. Ja, dann knallst du nämlich an den Handschellen dran, wenn du dich nicht befreist, mein Freund. Also ich sag mal so, ich hätte theoretisch eine Axt, aber ich liege am Meeresgrund.
Was, bist du tot? Hast du nicht auf die, Zeit geachtet? Nee, bei mir hat die Taucherflasche war irgendwie kürzer als gedacht. Das ist auch die kleine. Ja, richtig. Dann so, schreib doch. Hast du schon gegeben oder ist das im Auto, im Auto drin? Nee, warte, ist das im Auto drin? Soll ich Red Hood mal fesseln? Ja, mach das mal. Komm, wir machen das hier im Auto. Hier im Auto. Und zieh dir einen verdammten Sack über den Kopf. Komm her, Grip. Ja, genau. Wie machst du das? Du machst einfach Doppelklick im Inventar oder wie machst du das? Erstmal muss Redwood die Hände hochnehmen. Ja. Okay. Dazu wäre natürlich im Idealfall dann in dem Moment, dass sie die Person bedroht, ist klar. Darüber brauchen wir uns natürlich nicht drunter unterhalten. Warte, ich schau dir mal über die Schulter, ob du das gut machst. Hilfe, Pack überfällt mich. Genau. Und dann gehst du bei und ich bin der Meinung, dass es F4 war. Du drückst F4. Oha. So, dann kriegt er die Kabelbinde an. Sieht man dann natürlich auch. Ja, stimmt, die sieht man. Mhm. Und wenn du den guten Herrn jetzt einen Sack über den Kopf ziehen möchtest, ja, dann gehst du bei und hast ja diesen Sack mit Seil im Inventar und machst dann Doppelklick. Sozusagen. Also du wählst ihn aus, hast ihn als Empfänger dafür und machst dann Doppelklick drauf und dann kriegt er den über. Aber er kriegt noch genug Luft. Die Nase ist einfach zu groß für den Sack. Naja, aber wenn du im Stream schaust, hab ich jetzt eingeschränktes Sichtfeld. Genau, er sieht nur noch so drei kleine Blicke. Und jetzt hat er folgende Möglichkeit, sich zu befreien, nämlich selbstständig, indem er auch mal F4 drückt. Mach ich gleich. Erzähl ruhig weiter. Und dann habt ihr ein, was war das? Wie nennt man das noch? Ein Minigame, also ein Minispiel, ne? Also ein Minigame mit einem Kreis, was sich die ganze Zeit dreht. Und jetzt seht ihr, da ist eine 1. Jetzt ist eine 3. Jetzt ist eine 4. Ich drück ja nichts. Ihr müsst mit dem roten innerhalb des grünen Kreises kommen und dann die Zahl auf der Tastatur drücken, die da angezeigt wird. Jetzt kommt nämlich die wichtigste Frage. Auf den Numpad oder? Warte mal, ich glaube, das ist das Numpad gewesen, ja. Ja, dann versuchen wir es mal. Oh, das habe ich schon gefehlt. Und bei jedem Fehler sozusagen, den man macht, setzt sich das auf 0 zurück. Genau, und wenn du einmal kreisen lässt, dann geht es um 1 zurück. Genau. Und so muss man das eben eine gewisse oft mal machen. Also ich habe das schon ein bisschen geübt, ja. Also mit der Zeit wird man da echt gut drin. Aber es ist trotzdem noch echt schwer. Du kannst das soll ja auch nicht so einfach sein. Ne? Also genau. Ist ja auch der Trick dabei. Du hast eine Chance zu befreien, aber... Oh, aber manchmal ist echt... Wenn du es packst, dann packst du es nicht. Aber es ist zumindest nicht langweilig währenddessen. Genau. Und zu der Frage, ob man auch eine Textur über den Kopf hat. Ja, also zum Beispiel Redwood könnt ihr jetzt von außen nicht ganz sehen. Der hat jetzt gerade eine Tüte auf dem Kopf. Ja? Ja. Also auch wirklich, dass es visuell angezeigt wird für die anderen. Also einen richtigen Sack im Kopf. Sieht. Genau. Richtig. Geht das auch mit Handschellen? Nein, tatsächlich nicht. Nur mit Kabelbindern. Die Handschellen dafür sind ein bisschen zu stark. Die kann man nicht so einfach knacken oder sich rauswirbeln wie jetzt bei Kabelbindern. Aber das weicht schon schwer, ja. Natürlich, ich lenke dich ab hier unten, siehst du das? Hat sie gerade gesagt, dass sie ihn ableckt? Ja, ablenkt, nicht ableckt. Ach Gott, ich hab... Was ist mit dir los? Hallo? Ganz verkehrt. Ja, wobei deine Aussage das schon noch irgendwie suggeriert hat, muss man jetzt schon mal so sagen. Ich gehe wieder. Genau. Also es ist tatsächlich nicht einfach, ja. So, ich bin jetzt mal beigegangen, habe schon mal ein Messer eben besorgt. Also ihr seht schon, ne? Also Redwood ist die perfekte Geißel, er könnte sich niemals selbst befreien. Emmy fragt, wie dieses Spielchen geht. Ja, F4. Seiko sagt schon richtig, F4 drücken und dann das Spiel. Da hat er es jetzt geschafft, oder? Ne, doch nicht. Nee. Genau, also wenn das so schnell ist, ist halt echt schwierig. Ja? Da muss man taktisch gehen, ja. Vielleicht lohnt es sich ja doch nur einmal, das zu machen. Gut, und befreien ist, glaube ich, genauso, ne? Robert, Messer raus und dann auch F4, ne? Genau, Messer raus, F4. Genau. Jetzt, also wenn jemand anders dich befreien möchte, muss der auch in der Nähe sein und dann nicht Alt F4, sondern nur F4 drücken.
Genau, mach das jetzt also mal es eben. Geht auch mit anderen scharfen Gegenständen, Äxte, Glasflaschen und so weiter, Dolche und sowas, geht das alles. Genau. Also alles, was als Schneidwerkzeug durchgeht. Ich hab noch die Maske auf! Den Sack über den Kopf! Komm mal her. Oh, kriegst du den Sack? Wie kriegst du denn jetzt den Sack weg? Huh, wie hast du das jetzt gemacht? F7. Könnt ihr den Sack F7. Auf? Stimmt. Ah, okay. Also an den Sack dann genau. Mit F7. Alles klar. Ich würde dir mal eben das Messer geben. Damit die das vielleicht auch mal von außen sehen, wie das ausschaut. Ja. Und auch mal eben einmal. Und die Kabelbinder sind dann natürlich futsch, ne? Die Kabelbinder sind dann in dem Moment futsch, also du verbrauchst den ganz normal, genauso wie du den Sack verbrauchst. So, dann würde ich mich mal eben zur Verfügung stellen. Na, stell mal das Auto ran. Hopp! Ja, kann man sich mit einem Messer auch selbst befreien? Nein. Du kannst dich tatsächlich nur mit dem Minigame selbst befreien, okay. Aber das ist auch schon ganz cool gemacht. So, ich habe F4 gedrückt. Ich habe ihn gefasst. Du kannst auch gerne mal den Sack noch drüber setzen, damit die Leute auch sehen, wie das aussieht. Quatsch, war so. Wulup. Ja. Na, also. Dann müsstest du jetzt quasi mit F4 den Kabelbinder und mit F7 den Sack entfernen. Ja, warte, ich probiere mal selber, ob ich mich befreien kann. Und wie man sieht zum Beispiel, wenn er versucht, sich zu entfernen. Ja, hat sich befreit. Hat er auch eine Animation. Hat er auch eine Animation hinten. Also er wackelt mit den Händen dann. Jetzt habe ich mich befreit. Genau. Direkt beim ersten Ablauf. So sieht das dann aus. Also du befreist dich dann ist der Kabelbinder weg. Und dann auch direkt der Sack. Dann bist du direkt wieder frei. Oha. Wie hast du das so schnell geschafft? Du hast auch geübt, oder? Ich habe es tatsächlich damals schon machen müssen beim Trailer. Deswegen wusste ich das. Alles klar. Sehr gut. Ein cooles Feature auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Cool, dann fröhliches Kidnappen, würde ich sagen. Wo kriege ich die Sachen denn her? Wie der Kabelbinder her, oder? Lass mal IC herausfinden. Also, das mit den Kabelbindern, das bedarf ja nicht der normalen Kabelbinder, sondern der schweren Kabelbinder. Lass uns die Leute mal IC herausfinden. Aber man kann so sagen, man kann sie herstellen. Ja. Also auch als Zivilist oder was? Oder muss man da einer Crime-Fraktion? Ja. Genau darauf würde ich sagen. Ja, Kati, Peck mag gerne feste Spieler. Hallo. Dafür könnte man das natürlich auch benutzen. Möchtest du Peck näher kennenlernen? Also ich schäme mich jetzt nicht dafür, nein. Also ich glaube, den nächsten Kandidaten, ne, wen wir verkuppeln, Peck und Kati, finde ich ganz gut. Ja. Hallo. Gut, aber kommen wir doch mal zurück zu den Neuerungen. Was haben wir denn sonst noch Neues bekommen? Wir haben noch als Überbleibsel, sag ich jetzt mal, natürlich nur im positivsten Sinne, vom Jahrmarkt die Wurfbude mit den Bällen dazu bekommen. Ich glaube, auf die müssen wir jetzt gar nicht mehr so genau eingehen. Das hat jeder mal im Jahrmarkt probiert, wie das funktioniert. Die Wurfbude ist immer noch an derselben Stelle. Die Bälle gibt es direkt vor Ort zu kaufen. Es sind auch wirklich genügend da und man kann dann einfach auch noch mal ein bisschen schöne Zeit damit verbringen. Genau. Ansonsten gab es noch zwei neue MLOs. Wir haben zum einen das neue MLO vom 24/7. Wollen wir da fix hin? Dann gehen wir da schon fix hin. Okay. Dann treffen wir uns dann da. Sagt mir nochmal ganz kurz, wo das war. Beim 24/7. Laufzeit. Du weißt, wo das Chihuahua-Hotdog-Ding war? Kati kann ja uns sagen, wo es ist. Kati, wo ist denn der Ecke Laden, vom Taco-Farmer. Also eine Ecke weiter als Taco-Farmer. Genau, richtig. Alles klar. Weil ich gerade Klugscheiße mache, jetzt finde ich es gerade selber nicht. Ja, siehst du. Also ich bin schon da. Ah, diese Streber, ey. Die sind Kürbisse. Ah, vorne. Ich hab's. Hier sehen wir einen schönen Verwendungszweck für Kürbisse tatsächlich. Ey, das hat mich fertig gemacht, die da drauf zu setzen. Hast du das vielleicht vom PD nachgemacht? Ich habe das nämlich da auch gemacht. Ich wollte das tatsächlich ausprobieren. Ich dachte mir so, ob das funktioniert. Und ja, das hat tatsächlich geklappt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei denen, die wo ich jetzt vorstehe, ne? Also rein theoretisch würde der runterbaumeln. Den hast du nicht gut gesetzt. Der sitzt, ja. Der hast du angeklebt, ne?
Der ist geklebt mit Superkleber. Ups. Aber so aggressiv. So, dann gehen wir mal rein. Katja, erzähl doch mal was über den MMO. Ja. Das, also, ja, was soll ich da groß erzählen? Was findest du am schönsten an deinem neuen MMO? Was ist vielleicht besser? War dringend notwendig im Vergleich zum alten? Was wünschst du dir von deinem alten zurück? Finden die Leute dich jetzt überhaupt hier? Also wie war deine Einweihungsparty? Okay, nee, ich glaube, also, da kommen wir später drauf. Also anfangs war es halt, die Leute waren sehr, sehr verwirrt. Also ich habe Anrufe bekommen, das war aber auch der erste Tag, wo wir selber als Team verwirrt waren, dass wir den neuen Standort hatten. Wir standen so im alten Laden, gucken uns so um, wo sind unsere Sachen? Und ja, dann haben wir halt, wir haben, ich glaube, ein, zwei Tage vorher die Rechnung bekommen und dachten uns so, ja, okay, komm, fahren wir mal eine Ecke weiter und gucken halt, was da ist. Ja, und dann haben wir halt gesehen, dass da halt die Türen offen waren und da halt alles quasi von uns war. Es war sehr, sehr verwirrend, auch für die Kunden anfangs. Wir haben ja auch dann extra Posts dafür gemacht. Am nächsten Tag war das ja auch dann, dass man den neuen Standort über die App quasi erreichen konnte. Was mir halt sehr, sehr gut gefällt, ist einfach, man hat jetzt einfach auch Platz. Man steht nicht irgendwie, wenn man die Tür rausgeht, direkt am Bürgersteig, dass man auch Angst haben muss, irgendwie fast überfahren zu werden. Man kann sich auch einfach im Laden mal mit den Kunden unterhalten, muss nicht irgendwie Angst haben, dass dann irgendwie keiner mehr reinkommt, weil es überfüllt ist, so gefühlt, weil manchmal steht man einfach irgendwie mit 5, 6 Leuten im Kreis dort. Man hat wirklich, ja, viele, viele Möglichkeiten einfach jetzt. Habt ihr schon gesehen? Hier hängt tatsächlich die goldene Schaltplatte von Flowers an der Wand. Können wir nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, dass sie gesagt hat, sie hat was im Büro versteckt? Oh, ist das was so? Denn? Was denn? Das will ich gerade herausfinden. Ab und Aber das MLO ist tatsächlich relativ cool. Es ist vor allen Dingen ziemlich groß, was man im Hintergrund gar nicht so sieht, ne? Das stimmt tatsächlich. Ihr könnt ja auch schön chillen, ne? An diesem, sag ich jetzt die mal, Garage und sowas. Couchbereich. Können sich, jetzt müsst ihr auch aufpassen, also ich meine, ich habe früher im Zeitungsverkauf gearbeitet. Mhm. Jetzt gibt es dann die netten Leute, die sich diese netten Heftchen immer so angaffen wahrscheinlich. Ach, meint ihr, nein. Nettes Sprungbild, also. Ich hätte eher gedacht, das Redwood-Bild hier. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht Redwood? Nein. Ich komme mal hinter dem Aktenschrank. Hinter dem Aktenschrank, ja. Oh, ui, ja. Warte, geh mal auf Seite. Also davon distanzieren wir uns an der Stelle. Ja? Jetzt geht's los, ne? Also, sie hat ja. Spielzeug. Aber dürfen wir das auf Twitch überhaupt zeigen, oder? Alter. Hier fragt jemand, für was MLO eigentlich steht. Also ich wette, das M steht für Modding. Modding Location vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Chance. Ist auch nicht so richtig. Wenn das jemand weiß, mal halt, gerne ist, bitte in den Chat schreiben. Wir lassen uns gerne aufschlauen. Also die guten Redwood-Zigaretten hat sie auch hier. Das ist sehr schön. Meine Marke. Ich finde, wie gesagt, die goldene Schaltplatte von Flowers finde ich cool an der Wand. Das ist cool, echt cool, ja. Da steht ja wirklich Flowers drauf und alles, ne? Das ist halt echt geil. Ja, die wurde auch extra quasi angefertigt, genauso wie halt manch andere Sachen tatsächlich. Also es war wirklich so, dass man diverse Sachen einfach angefertigt hat, die es so gar nicht gibt grundsätzlich als Sachen, sagen wir es mal so. Das ist ja beispielsweise cool. Auch die Kühltruhe zum Beispiel. Ja, mega. Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, MLO hat verschiedene Bedeutungen. Ich habe mir das gerade mal rausgesucht hier. Das sind für die verschiedenen Sourcen, die man dafür braucht, wie zum Beispiel fürs InDesign, fürs Außendesign, für die ganzen Flags, die XML-Tags und bla bla bla. Also eigentlich ist es ein Dateityp. Genau, man kann eigentlich grundsätzlich sagen, es ist am Ende des Tages einfach nur eine Abkürzung für ein Gebäude, ein Interior, was man dann halt auf so Servern einspielen kann.
Okay. LSC, oder? Oh, da bin ich selber gespannt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Genau, und dann gibt es noch ein zweites MLU, nämlich das LSC. Wie wir wissen, ist das alte ja abgebrannt. Das ist ICA auch noch nicht bespielt, das neue, ne? Nee, da hatte ich, deswegen war eigentlich auch Midi eingeladen, aber ich glaube, sie ist zumindest gerade nicht da. Glaube ich, noch ein bisschen beschäftigt. Ja. Aber ja, ist ja kein Geheimnis, glaube ich, dass es ausgeschrieben ist. Nee, es ist derzeit ausgeschrieben, genau, aber vielleicht gibt sie uns später nochmal genauere Details, wie lange noch und so weiter. Wo man sich da meldet und wie. Genau, wer hier Mami und Papi von diesem wunderschönen, also wirklich schön und riesig. Alter, das ist ja wahnsinnig groß. MLO sein möchte, der kann sich gerne bewerben, ja. Bei Lackierkabinen und was weiß ich, wie viel Reparaturplätze. Das Büro auch hier oben. Alter. Wo Lackierkabinen gehen natürlich auf, auch sehr schön. Hier kriegt man vor allen Dingen auch mal Pounder rein, ne? Also hier kriegst du eine ganze Pounder-Armee rein. Ja, aber ich meine jetzt von der Höhe her und so, nicht so wie in anderen Werkstätten oder sowas, dass du da keine Pounder reinkriegst. Hier kriegst du tatsächlich so mal Pounder rein. Auf jeden Fall, also groß ist das schon. Das Büro, holy shit, das habe ich noch gar nicht gesehen. Redwo treibt sich natürlich direkt wieder auf den Klo rum. Ja, was sonst? Oh, wow. Ja, wenn er sich daheim fühlt. Aber sehr modern, ne? Sehr schön, ja. Sehr modern. Auf jeden Fall mal was Neues. Ich glaube, so eine Werkstatt haben wir noch gar nicht gesehen. In dem Maße auch. In dem Ausmaßen und in der Modernität. Ja, Größenordnung, ne? Erinnert mich fast schon so ein bisschen an ein Auto. Stell dich mal ans Fenster hier ran. Chillen können sie hier auch. Schön mit Ledercouchen. Bleib mal stehen. Genau. Sofas waren ja davor schon draußen da. Wurden halt jetzt nur sozusagen auf Gras gesetzt. Okay, danke dir. Was wolltest du wissen? Nee, ich wollte bloß den Leuten zeigen, dass man halt auch reinschauen kann. Mehr nicht. So, wie sieht's aus? Ja, ich kann dir von hier oben natürlich schön meine Mitarbeiter begutachten. Ja, nee, ist okay. Das wäre jetzt tatsächlich auch schon das letzte hier aus dem Bereich, was gab's Neues gewesen. Und als nächstes dann direkt gleich das Interview mit Lukas. Stellen wir uns einfach mal hier draußen hin. Oh, wir setzen uns hin, guckt euch das an. Ja. So, lieber Lukas, dann stell dich doch mal vor als Teamler. Hallo, ich bin der Lukas. Hallo, Lukas. Kommst du jetzt öfters? Ja, ich bin so jeden Tag eigentlich hier so. Nee, und ich mache eigentlich relativ viel Data-Admin-Sachen. Ob das jetzt das Anlegen der Kürbisse sind oder der Fackeln oder... wenn ihr euch irgendwelche MLOs bauen lässt und einen Grill haben wollt, einen Grill anzulegen. Für Gewerbe ganz viel, alle Kartenänderungen. Also nicht nur ich alleine, sondern das komplette Data-Admin-Team. Wir haben uns ja auch vergrößert diesen Monat, ne? Genau, wir haben uns vergrößert. Wir haben 3 neue dazu bekommen. Die werden wir dann nächsten Monat vorstellen in unserem Store. Ah, ich glaube nicht, weil es sind ja keine Leute von außerhalb letztendlich, sondern als Data-Admin kommt man auch nur rein, wenn man schon im Team ist. Ah, so. Ja. Ja, das ist doch zum Beispiel auch mal ganz gut zu wissen. Ja. Wir hatten mal früher so Rubriken, da haben wir auch, also wen das auch so interessiert, über die einzelnen Teambereiche geschrieben. Mhm. Und auch wie man da reinkommt letztendlich und Data-Admin, was hat sehr viel mit Datenbank und Co. zu tun hat und schon so ein... Ich weiß nicht, Lukas, wie beschreibt man das? Man sollte schon, man muss da echt aufpassen und auch ein bisschen Affinität haben, ne? Sonst kann man auch viel kaputt machen. Also ich glaube, Dave hat ja ab und zu mal gezeigt, dass es relativ fix geht, dass man etwas kaputt machen kann. Aber das passiert halt. Das passiert, aber genau, das ist also auf jeden Fall, da kommt man nur von teamseitig tatsächlich rein. Und das, das sind ein paar Leute vom Team, haben sich da gemeldet. Wir unterstützen jetzt die Data-Admins, ja. Genau. Cool. Und du bist ja auch schon relativ lange im Team dabei, ne? Genau. Ich war ja auf der T1 schon im Team, so wie im Artikel zu lesen ist. Dort habe ich echt viel gemappt. Gut 70-75% der Mappings damals stammen von mir. Da war es noch ein bisschen anders zu mappen heutzutage mit... also gibt es ja ein paar neue Programme, die ganz gut funktionieren. Aber früher war es ein bisschen komplizierter. Und auch da habe ich schon so ein paar Data-Admin-Sachen gemacht.
Ja, und also, D2. Bist du ja schon ganz alter Hase. Auf Dirty Gaming auf jeden Fall. Da können wir ein Lied drüber singen. Ja, wohl wahr. Und Retro und ich haben halt auch, kennen uns auch schon seit D1, Anfang D1, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie sowas. Also auch schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Ja, dein Charakter hat ja auch schon eine ziemlich lange Karriere hinter sich jetzt, ne? Durchaus. Weil du spielst natürlich selber auch. Ich finde es immer ganz wichtig, dass die Leute halt auch spielen, weil sie halt dann natürlich auch viel eher noch diese Probleme mitbekommen und die ganzen Sachen, die man halt auch IC hat, womit man so als Spieler zu kämpfen hat. Ne? Ich glaube, wenn ich nicht mehr spielen würde, dann würde Rosi mir den Kopf umdrehen. Ja. Ja, ist richtig. Vielleicht willst du erklären, warum. Also mein Charakter ist John Brooks oder Dr. John Brooks, früher Professor Dr. John Brooks, egal, lass mir das. Also so richtig Doktor, ja? Es gibt also da einige, die haben keinen Doktor. Wie früher Professor, du kannst ja kein, du bist das ja nicht einfach aberkannt. Tatsächlich schon. Ich war ja, Justizminister, was quasi einen Professortitel in sich hat, und sobald man diese Position abgibt, dann ist man auch kein Professor mehr. Früher wurde es umgenannt in Professor EM. Also ein emeritierter Professor, also ein Professor in Ruhestand. Das wurde aber dann irgendwann rausgenommen. Deswegen wird der Professor dann aberkannt. Leider. Wir sind schon wieder vom Thema abgekommen. Genau. Warum Rosi mir den Kopf umdrehen würde? Ich spiele Brooks, also John Brooks. Ich bin Dezernatsleiter der Drug Enforcement Agency. Oh. Also Deputy Chief. Und Deputy. Genau, Deputy Chief. Mach aber auch ganz viel bürokratische Sachen im Hintergrund, die einfach anfallen. Also du hast aber schon mehrere Stationen auch generell durch in deinem Karriereleben mit John. Das ist jetzt natürlich nicht nur beim PD, sondern halt auch noch andere Sachen. Und kennst damit natürlich auch sämtliche Bereiche, die man so als Spieler durchläuft. Auf jeden Fall. Ich hatte auch mal ein Gewerbe. Das Einzige, wo ich überhaupt tatsächlich gar keine Ahnung habe, ist Crime. Ich habe nie in meinem Leben Crime gespielt. Ich war immer auf der guten Seite. Ja. Hallo? Wieso gibt es denn jetzt gute und schlechte Seiten? Naja, im RP ist es halt die, genau, gute und die böse Seite. Das gehört halt dazu, dieses Katz und Maus. Richtig. Aber ich kenne super viele, ja, die noch nie die andere Seite ausprobiert haben. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Art, man entscheidet sich da irgendwie für, oder? Weiß ich nicht, vielleicht ist man dann auch so drin. Also, ich habe mal Crime gespielt, ganz am Anfang von D1, und fand das gar nicht so geil. Lag aber, glaube ich, damals auch an Händen. Und dann Cop-RP war für mich das Ding. Weißt du, also, das war so die Erleuchtung. Ich glaube, es kommt halt immer ganz darauf an, wo du am Anfang reinkommst, ne? Dein Char, gerade wenn du Neuling bist, wird am Anfang gewisse Leute kennenlernen, wird am Anfang auch bei Umständen Wandel mitmachen, so wie jeder Char ja im Laufe seiner RP-Zeit und im Laufe seiner RP-Dauer auch der Spielzeit einen Wandel mitmacht, ob charakterlich oder äußerlich. Und ich glaube, dass es da auch ganz, ganz häufig darauf ankommt, wen du kennenlernst, ne? Und mit wem du dich dann halt auch gut verstehst. Verstehst du dich mit XYZ, Cop-Chief und was weiß ich alles gut, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch in diese Sparte gehen und höchstwahrscheinlich auch da bleiben. Lernst du aber beispielsweise Leute auf der Straße kennen und das sind Gängler, dann wirst du, und du verstehst dich super mit denen, dann wirst du wahrscheinlich auch eher in dem Bereich gehen. Naja, es hängt natürlich immer an den Leuten, mit denen man sich umgibt und mit denen man Spaß hat. Ich glaube, dann ergeben sich verschiedene Schritte im RP auch immer von selbst. Auf jeden Fall, das stimmt. Lukas, eine Frage hätte ich noch an dich. Gerne. Wurde auch gerade im Chat noch mal erwähnt, du machst ja auch Musik. Möchtest du uns darüber was erzählen? Was abspielen? Oder was abspielen? Also ich habe noch was auf meinem Soundboard, möchte ich nur mal kurz sagen, ja. Der größte Fan. Der größte Fan. Also, kann ich ja mal über Brooks was erzählen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Die ist schon von D1. Der Brooks und der Flowers und der Redwood saßen in einer Villa, haben eine riesen Dreierparty gefeiert
Das hört sich komisch an. Naja, also was heißt, was? Naja, es waren noch andere da und die waren dann weg und wir waren dann zum dritt halt nur noch da. Wir haben zu dritt eine Party gefeiert. Das hört sich deutlich unverfängt an. Ja, ja. Und auf einmal, ja, fangen sie an zu singen. Und ja, da kam dann Andrea Bergmann raus, ne? Also, es war eine richtig. Es gibt sogar noch einen Clip, aber der ist leider gesperrt. Okay. Ist vielleicht auch besser so. Lassen wir in der Vergangenheit. Cool. Definitiv. Ja, um nochmal ganz kurz auf deine Rolle im Team zurückzukommen. Was findest du denn so toll daran, am Data-Admin sein? Oder was ist da herausfordernd? Was macht dir Spaß dran? Also herausfordernd ist nicht, die Datenbank kaputt zu machen. Nein, also wie gesagt, so schlimm ist es nicht und so schnell geht es auch nicht durch immer wieder Backups. Sollte man irgendwie mal einen Fehler unterlaufen, hilft auch Blue ganz schnell dabei. Mhm. Klassisches Beispiel, mir ist letztens ein Fehler unterlaufen beim Gericht anlegen. Da waren dann ein paar mehr Gerichte im Gericht selbst, hätte nicht sein sollen. Aber das hat Blue dann relativ schnell wieder gefixt. Okay. Ansonsten einfach nebenbei ein bisschen Musik hören, einfach quasi abschalten, so ganz doof einfach Zahlen sehen, ganz stumpf das abarbeiten und das entspannt mich tatsächlich so ein bisschen. Also du machst das als Entspannungsprogramm sozusagen, das Entspannende mit dem Nützlichen verbinden. Genau. Alles klar. Und du, im Interview hattest du mir noch erzählt, dass du dann auch gerne mal als Katze irgendwie unterwegs bist, dann liegst du da als Katze rum und machst nebenbei deine Data-Admin-Sachen. Ist das so richtig? Ja, also so Kleinigkeiten. Das meiste muss ich tatsächlich auch, wenn ich Data-Admin-Sache, auf dem Testserver sein. Ja. Aber so Kleinigkeiten, die kann man schon nebenbei dann machen, wenn man mit einer Katze unterwegs ist. Obwohl ich das ziemlich selten unterwegs bin, weil das einfach aus zeitlichen Gründen mit dem Deputy Chief Dasein quasi nicht innehält. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist überhaupt immer sehr, sehr schwierig. Also ich persönlich finde es manchmal auch schwierig, die Aufgabe im Team und die eigene Spielzeit sinnvoll aufzuteilen, sag ich jetzt mal. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, es bleibt entweder das eine oder das andere auf der Strecke. Es ist ziemlich schwer, da ein gutes Mittelmaß zu finden. Oder geht das nur mir so? Ich weiß nicht, wie geht es den anderen so? Ja, schwierig. Ja. Aber es gehört halt dazu, ne? Also ja. Man teilt sich manchmal schon. Ja, aber man hat sich ja auch selber ausgesucht. Ne? Ja, richtig. Man hat sich selbst ausgesucht und hat ja auch Spaß daran, sonst würde man es ja nicht machen. Aber man muss dann wirklich immer gucken, dass man wirklich nicht eins auf der Strecke lässt. Also bei mir ist deutlich zur Zeit. Ja, das bin ich zum Beispiel gar nicht. Deswegen, ich kann immer nur eins machen und deswegen bleibt zurzeit Fiona ziemlich auf der Strecke, muss ich gestehen. Na gut, ansonsten noch mal eine letzte Frage und dann bist du auch entlassen. Gibt es noch irgendwas, was du unserer Community mitteilen möchtest? Ja, quasi das, was ich schon eben im Interview gesagt habe. Seid nicht so salty. Leute, das ist ein Spiel, einmal das und ganz klar, wenn Fehler auftauchen, wir sind alles Menschen, meldet das einfach im Backboard und dann wird sich darum gekümmert. Aber dann da einen riesen Fass aufzumachen, ist halt immer so eine Schwierigkeit. Sprich, wenn ich einen Fehler finde, nicht einfach drüber aufregen und mich im nächsten Chat irgendwie künstlich drüber aufregen, sondern einfach ins Backboard gehen. Wo finde ich das? Im Forum. Ganz links an der Seite. Im Forum, ganz links, glaube ich, steht es irgendwie direkt, glaube ich, auch verlinkt, ne? Ganz genau. Wir haben es auch in den Dirty News verlinkt. Genau, da ist es auch nochmal verlinkt. Also wenn ihr einen Fehler findet, einfach gleich ins Backboard gehen, dort eintragen und gar nicht lange rumnölen. Je eher das im Backboard steht, umso eher ist es gefixt. Absolut. Ganz genau. Ich muss auch ehrlich sagen, da sind die Leute auch echt hinterher. Also Quality Assurance, Data Admins und das Development Team rund um Blue legen super viel Wert auf Qualität. Also, ne? Bug-Reports sind praktisch oder Bugs zu beheben. Da ist der Fokus immer der erste drauf, bevor sogar Neuerungen kommen. Also praktisch das alte System ordentlich zu haben oder das System ordentlich zu haben, weißt du, den ganzen Code, anstatt jetzt pausenlos etwas Neues dazu zu tun, was dann eben nicht funktioniert. Genau. Also und um es nochmal wirklich ganz genau zu sagen, wirklich sich in anderen Kanälen über einen Fehler auszulassen, aufzuregen oder den dort zu reporten, bringt gar nichts.
Es muss tatsächlich im Backboard passieren. Also schreibt es am besten gleich ins Backboard schön rein, am besten noch mit einem Video oder mit Bildern, sodass wirklich absolut nachvollziehbar ist, was da wie passiert ist. Und dann kann das auch umgehend behoben werden. Genau. Ganz einfach. Ja, das war's auch schon. Das war unser Interview mit dem Lukas. Dankeschön fürs Dasein. Ich habe zu danken. Danke. Jetzt habe ich zwei Hauptverhandlungen. Ja, dann viel Spaß dabei. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, dann wäre als nächstes mein Interview eigentlich mit Palina, / unsere Streamerin Gengahell, aber doch, die da, hat doch. Mir ist abgesagt. Ist da. Doch, da. Die ist ja, da. Die ist da. Gengar ist da. Die ja, habe ich zwischenzeitlich abgeholt. Dann ist ja gut, weil vorhin hatte sie mir noch geschrieben, dass sie nicht kann. So ja, ich aus. bin ein bisschen krank. Ja, man hört es tatsächlich gute noch ein gute Besserung. Dankeschön. Genau, erstmal gute Besserung und dann schauen wir, dass wir das auch möglichst kurz halten, damit du deine Stimme da jetzt nicht überstrapazieren musst. Alles gut. Das wird auch mal die News beim Stream aufmachen. Jupp. Aber ja, nee, aber dann ansonsten können wir gleich mit dir weitermachen und dann, ja, stell du dich doch mal kurz vor. Also als Streamer, ne? Also wir haben dich als Streamer interviewt. Ja, richtig. Also mein Streamer-Name ist Gengahell. Mein richtiger Name ist Lena. Ich werde jetzt 20 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Köln. Richtig. Ja, und ich spiele jetzt seit mehreren Jahren RP und ich spiele jetzt schon seit einem Jahr auf Dirty. Und was machst du sonst noch so? Also, ich meine, du spielst ja nicht nur, sondern du machst ja auch mit dieser Menu-Community da, glaube ich, so einiges. Nochmal, ich habe es gerade nicht verstanden. Ja, ich habe nur gemeint, du bist ja auch in dieser Menu-Community aktiv, richtig? Du machst ja nicht nur, du spielst ja nicht nur. Ja, richtig, da bin ich aktiv als Supporter tätig. Das heißt? Ich bin mit mehreren Leuten auf einem GTA 5 Menu-Discord. Das ist, da haben wir so unsere kleine Community aufgebaut, die jetzt schon mit 2000 Leuten gut bestückt ist. Rund um Menu dreht sich das Ganze halt. Menu ist eine Mod für GTA quasi, die eigentlich auch für andere Dinge geeignet ist, aber die meisten in dieser Community machen halt damit Bilder oder Cinematics. Ich glaube, Pac kann da gut mitreden. Ey, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, und in dieser Community sind halt auch viele Leute dabei, gerade neue Leute dabei, die sich gerade versuchen, in dieses ganze Menü-Thema einzuarbeiten. Und ich bin dann quasi da, um die Leute zu unterstützen. Ich schreibe Tutorials, wir machen auch Screenshots-Contests zu verschiedenen Themen. Ich habe auch schon viele aus der Dirty-Community dort gesehen. Finde ich total cool, dass da jetzt viele auch sind von dem Server, wo ich drauf spiele. ja, das ist so alles, was ich also da mache. Also du bist quasi so ein Menü-Guru. Und wenn man ja, da was wissen will, dann kann man einfach dich anhauen. Ja, genau, richtig. Ja. Alles klar. Gut, also deswegen ist auch dein Live-Invader-Profil wahrscheinlich so gut bestückt mit schönen Bildern. Ja, richtig. Gut. Und ja, ansonsten kriegt man das dann wahrscheinlich bei dir im Stream zu sehen? Ein bisschen Menu, ein bisschen GTA-RP oder was genau streamst du alles? Ja, richtig. Ich habe gerade auch gestern zum Beispiel einen kleinen Menü-Stream gemacht, weil ich ein paar Aufträge reingekriegt habe, so auch von den Usern hier auf dem Server, die mich gefragt haben, ob ich nicht mal ein paar Bilder machen kann. Da habe ich mir gedacht, so ja, warum nicht? Ich kann das Ganze immer streamen, können die Leute zugucken. Hat auch eigentlich, war auch sehr erfolgreich relativ, also ich bin schon stolz. Mhm. ja, und ab und zu dann halt auch, wenn es dann geht, mache ich dann auch RP-Streams. Tatsächlich, ja. Mit deinem Charakter Palina, ne? Genau, mein Charakter Palina Anderson, richtig. Okay, und wo sieht man Palina jetzt so hauptsächlich? Ist es dann mehr so irgendwie Job-RP oder was sieht man von Palina? Ja, also hauptsächlich Bennys Stream. Tatsächlich, wenn ich dann quasi bei Bennys tätig bin. Ich bin auch nebenbei beim Bean Machine angestellt. Werde ich wahrscheinlich dann auch mal streamen. Ja, das ist eigentlich so hauptsächlich, was man dann bei mir im Stream sieht. Auch so, auch mal so nebenbei so ein bisschen RP halt. Also nicht nur im Bennys, sondern halt auch so nebenbei, was ich sonst halt noch so im RP mache. Aber auch nicht komplett alles tatsächlich.
Und wie bist du zum Streamen gekommen? Also gab es da einen besonderen Auslöser oder was macht dir Spaß daran? Warum hast du damit angefangen? Also ich habe länger überlegt, schon zu streamen, aber das war mir damals nicht möglich. Ich habe das nicht das richtige Equipment, sagen wir mal so, ja. Ah, okay, neuen PC bekommen, ja? Ja, genau, richtig. Ah. Ich sehe schon gerade im Chat Gummiband, Palina, ja. Ich war sehr bekannt für meine Kopfschmerzen, weil ich damals auf dem Laptop gespielt habe. Ja, aber mittlerweile seit jetzt 3 Monaten habe ich einen neuen PC gekriegt, worauf das Ganze dann auch gut läuft tatsächlich. Und deshalb hatte ich mir halt auch schon länger überlegt, fängst du jetzt mit dem Stream an? Ich finde das eigentlich cool, so den Leuten zu zeigen, so was du gerade so im RP machst, so damit die Leute halt auch mal so sehen, es gibt halt viel mehr als nur kleines Kreis-RP. Aber so eine richtige Inspiration war tatsächlich der Streamer Obey, der auch hier auf Dirty spielt, so der hat mir auch so ein bisschen so einen Motivationsschub damals gegeben, so ja, ey, mach doch einfach, mach dein Ding, so. Und ja, seitdem versuche ich dann auch wieder aktiver zu streamen, tatsächlich. So, Obey ist schuld. Ja, teilweise schon, ja. Okay. Ja, gut. Und wann? Also hast du feste Streaming-Zeiten oder? Feste Streaming-Zeiten habe ich tatsächlich nicht. Einfach, wenn ich halt Bock habe, so den Stream anzuhauen, mache ich den Stream an. So. Aber gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Aufträge kriege, was gerade Menu betrifft, so, dann habe ich auf jeden Fall vor, wieder aktiv Menu zu streamen. Mhm. So, weil im RP ist teilweise, überlege ich mir manchmal so, ja, ey, streamst du das jetzt oder halt lieber nicht? Oder, weil das ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Tatsächlich. Jetzt wegen Meta oder wegen was genau? Ja, auch teilweise. Man hat natürlich viel gehört, so, aber es ist halt teilweise, da muss ich halt auch schon sagen, dass die, gerade was ein Obey mir zum Beispiel erzählt hat oder ein Taton Kazuma, die ja auch aktiv hier auf Dirty Stream, die haben zu mir gesagt, ich soll mich davon nicht abschrecken lassen, weil die Supporter, die sind regelmäßig, gucken die auch in die Streams rein und unterstützen das Ganze auch, dass das halt nicht passiert. Ja. Tatsächlich. Also. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Genau. Ja. Ansonsten, hast du noch irgendwas, was du unserer Community direkt hier so noch mitteilen möchtest? Also auf jeden Fall keine Vorurteile haben, auch wenn man zum Beispiel negative Erfahrungen gemacht hat, gerade was hier Streaming angeht oder gerade so RP oder Regelbrüche von anderen Leuten einfach nicht davon unterkriegen lassen, so. Und einfach weitermachen, so sein Ding einfach durchziehen. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Ja, gut. Ja, dann wollen wir mal deine Stimme schonen, weil dann sind wir nämlich eigentlich auch schon durch. Ja. Und wer es dann nochmal nachlesen möchte, wie gesagt, auch alles bei uns im Newsletter. Vielen lieben Dank. Ihr seht ja auch, danke, wo es steht. Da könnt ihr dann nochmal alles genau nachlesen. Genau, und wenn ihr Fragen zum Menü habt, wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Genau. Gut, dann hüpfen wir doch schon mal gleich zu unserem nächsten Punkt. Vielleicht an der Stelle mal eine ganz kleine Übersicht, was euch jetzt noch erwartet in unserem Stream. Wir werden uns gleich die ganzen IC-Events mal anschauen, die jetzt im letzten Monat gelaufen sind und auch das eine oder andere noch mal ein bisschen genauer eingehen. Auch was kommt als nächstes noch an Events, das wird auch mal kurz angerissen. Dann werden wir uns noch über das Rezept unterhalten. Dann hatten wir ein Hellhounds-Interview. Wir haben auch, wie gesagt, ich hoffe, dass Midi noch kommt, dass wir uns noch mal ein bisschen über die Ausschreibung unterhalten können vom LSC. Dann will uns Rosi noch was über die Neuerungen beim LSPD erzählen. Und dann haben wir als Highlight zum Schluss noch die lustigsten Clips. Das ist das, was euch in der nächsten Stunde noch erwartet. Genau. Dann machen wir doch gleich mal weiter. Also dranbleiben. Genau, mit den IC-Events. Oh, da war einiges los. Ich habe nicht mal alles mit aufnehmen können. Gut, also dann, ich gehe jetzt mal durch, die ich jetzt tatsächlich auch im Newsletter aufgelistet hatte. Und zwar ging das los am 1.10. Mit der Bad Taste Party vom Pearls. Dazu habe ich jetzt dabei, glaube ich, den Damien und die Ava, richtig? Ja. Jawohl. Genau, dann erzählt doch mal von eurem Event. Wie kam es dazu, die Idee, wie lief's? Bist du Ava? Du bist schon länger da. Also ich glaube, das fing so an, dass wir überlegt haben, dass es im Pearls länger kein Event gab. Und
wir beide selber überlegt haben, worauf wir Bock haben, und da sind wir schnell auf die Bad Taste Party gekommen. Man könnte es auch das Vorbereitungsevent für Halloween nennen. Ja, kann man auch. Nee, wir waren erst 80er, 90er, aber dann fand kurz vorher eine Stadt irgendwo in einem anderen Lachtlokal, ich weiß nicht mehr genau wo, da sind wir halt dann umgeschwenkt auf Bad Taste, und ja, vom Besuch her war es echt gut. Ja. Da ist auch ja wirklich hervorzuheben, dass wir so einen Revanche-Besuch bekommen haben von den Jungs, und ja, eigentlich von den Jungs so vom Unicorn. Okay. Weil wir am Tag davor im Unicorn waren, Ava und ich, und die das mitbekommen haben, dass wir in Pearls arbeiten. Und ja, die haben dann auch ganz gut Umsatz gemacht. Ja, das finde ich auch super. Immer ganz gut, ja. Ja, und was war jetzt die Grundidee des Events? Also das Bad Taste bezieht sich dann auf Kleidung oder auf was? Ja, genau. Wir wurden tatsächlich auch öfter angerufen und gefragt, ja, was ist denn das überhaupt? Und Damien erzählte mir mal, dass es vor einem Jahr oder sowas schon mal gab in Pearls und dass es gut angekommen ist. Und eine Bad Taste Party ist einfach so, dass man sich sehr schrecklich anziehen kann und einfach Spaß haben kann. Ich glaube, da waren zwei da, die waren als ältere Leute verkleidet, das war mega cool. Und die Leute haben sich echt Mühe gegeben, also es gab sehr coole Outfits. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also die Leute haben da echt super mitgemacht mit den Outfits auch. Ava und ich waren auch schon Tage zuvor in den Läden unterwegs und haben die hässlichsten Sachen mehr oder weniger ausgesucht, haben dann gemeinsames Outfit gefunden. DJ war auch super. Mhm. Bei den Leuten kam es gut an, die hatten Spaß auf der Party. Das Ende war leider, ja, nicht so prickelnd, aber okay. Und vorhergesehen, ja. Okay. Ja, aber ich find die Idee immer vor allen Dingen gut, dass man sich halt nicht die coolsten und schönsten Klamotten raussucht, sondern eben auch mal genau komplett umgekehrt, weil man dann einfach auch nochmal neue Sachen ausprobiert und Sachen, die so, glaube ich, vorher sonst noch nie getragen wurden, einfach auch mal zur Geltung kommen. Das finde ich echt gut. Ja, da kommen die Ladenhüter dann auch mal. Ja, richtig. Raus. Ja. Absolut. Nee, finde ich super, die Idee. Also sehr schön. Der Abend hat uns auch mega Spaß gemacht und ja, war toll. Und ihr hattet jetzt auch mal wieder ein erfolgreiches Event und seid jetzt wieder auf den Geschmack gekommen und macht demnächst noch mehr? Zwinker, zwinker? Ja, würden wir gerne. Dann ist ja gut. Das würden wir gerne, ja. Momentan sind Elva und ich, wir haben vor ein paar Tagen erst beim FD angefangen und sind jetzt natürlich da mit Pflichtdienst, Ausbildung gut involviert. Aber ich denke schon, dass in Pearls demnächst eine Party steigt. Also so wie ihr dann da wieder von der Dienstpflicht befreit seid sozusagen. Ich denke mal, man kann das auch mit Urlaub oder so regeln. Es steht ja jetzt dann Ende November das Einjährige von Pearls an. Hm? Also und da möchte ich als Damien auf alle Fälle was machen. Und ich denke mal, da wird dann schon was einfallen. Sehr schön. Ja. Also plant ihr für diesen Monat auch wieder was? Dann sehen wir euch ja spätestens in einem Monat auch wieder hier. Ende November, Anfang Dezember wird es auf alle Fälle was geben. Ja, dann müssen wir mal gucken. Sehr gut. Nee, das hört sich doch echt gut an. Also ich finde auf jeden Fall die Idee auch wirklich super. Sehr schön, das freut uns. Ja, danke. Vielen lieben Dank. Dann schauen wir doch mal das nächste Event. Oder wolltest du was sagen, Jerry? Nö, alles gut. Okay. Dann hatten wir nämlich am 3.10. noch die SATC Tuning Party. Dadurch, dass, also ich glaube, da ist jetzt gerade niemand da, aber es war letztendlich einfach eine schöne Party. Ich war selbst auch da. Also es hat absolut Spaß gemacht, da auch zu sein. Aber es ist halt einfach ein bisschen was zu essen, ein bisschen Musik und also es waren tatsächlich erstaunlich viele doch auch da. Dafür, dass das halt, ich glaube, es war jetzt kein so gutes Datum an sich, weil irgendwie, glaube ich, nächsten Tag war Arbeiten angesagt für die meisten. Und trotzdem war es dafür echt gut besucht. Und ja, also ich kann nur sagen, es war auch wirklich ein sehr erfolgreiches Event. Gut, was hatten wir denn noch? Am 7.10. hatten wir die Einweihungsfeier der neuen Räumlichkeiten des 24-7. Leonara, bitte. Wir haben halt vom Team her überlegt, wie wir das Ganze auch noch so ein bisschen festlich machen können. Wir hatten vorweg auch
schon lange Zeit Gespräche gehabt mit dem DOC, da wir gerne halt, sobald wir halt, also da war es halt wirklich noch irgendwie unbekannt, wann wir halt irgendwie vielleicht mal unser MLO bekommen, dass wir gerne mal was Neues ausprobieren möchten. Das waren halt eben die Rubbellose. Da hatten wir dann gesprochen halt, dass wir das eventuell zu besonderen Aktionen halt einfach mal machen. Geplant wäre halt ansonsten das zweijährige Jubiläumsevent, wo wir das gemacht hätten. Dadurch, dass wir halt aber jetzt dann das MLO bekommen hatten, haben wir gesagt, okay, komm, wir testen das einfach mal, wie das anlaufen würde mit den Rubbellosen. Und also die Leute waren total verrückt darauf, auf diese Rubbellose. Es war im Großen und Ganzen eine richtig coole Aktion. Es war auch relativ viel los. Man hat auch mit anderen Läden an dem Tag halt Kooperationen gehabt. Wir hatten zum Beispiel an dem Tag eine große Kooperation oder beziehungsweise über das ganze Wochenende eine Kooperation mit der Hooker Lounge, haben halt von denen auch Shishas bekommen, die mit bei uns hingestellt, und die Leute konnten entsprechend auch bei uns dann den Tabak dafür holen, damit die halt das Ganze auch genießen können. Cool. Ne, das hört sich echt super an. Und also, es waren auch viele Leute da, nehme ich mal an. Ja, es war sehr, sehr voll. Manche haben da ewig gestanden und so dummes Klingen die Lose aufgerubbelt, sind alle naselang angekommen und haben neue geholt. Ich glaube, Peck kann da auch ein Lied von singen. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und also die Rubbellose, die gibt es jetzt nicht immer, sondern die gibt es jetzt wirklich nur zu Events? Oder habt ihr die jetzt doch standardmäßig auch im Angebot? Also wir haben da noch so ein bisschen Diskussionsfaktor mit dem DOC, sagen wir es so. Alles klar. Ja, nee, aber es hört sich auf jeden Fall nach einem sehr erfolgreichen Event an. Und dass eure MLO natürlich, also wir haben es ja vorhin schon gesehen, auch wirklich gut ankommt. Und jetzt wissen die Leute dann natürlich nach so einer Einweihungsfeier auch wirklich, dass ihr umgezogen seid und wo das ist. Definitiv, ja. Genau. Sehr schön. So, was hatten wir denn noch? Wir hatten am 9.10. die Lack und Leder oder das Lack und Leder Event der Mirror Park Taverne. Da haben wir, glaube ich, auch jemanden da. Ja, ich bin da, genau. Ja, hallo. Ja, bei uns war, wir hatten tatsächlich auch was Ähnliches geplant wie eine Bad Taste Party, haben dann aber gesehen, oh, das war jetzt erst, da wir da auch niemanden nachmachen wollten oder sowas, hat man dann halt ein bisschen weiter überlegt und dann kam er halt auf die Lack- und Leder-Party, einfach weil, ja, der Großteil der Besitzer der Taverne auch immer in Leder rumläuft, dann hatte das irgendwie gepasst. Und ja, tatsächlich waren dann auch viele Leute da. Das ging auch recht lange dann. Und es waren nicht immer dieselben Leute da, sondern es hatte sich dann auch mal gewechselt, sodass in der Gesamtzahl wirklich viele Leute dann auch da waren. Also und Leder, ja, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass da wahrscheinlich viele gekommen sind, aber Lack? Gab auch. Gab auch, ja. Ganz viel, ja. Da wild aus, ja. genau, aber ja, also es wurde tatsächlich gut angenommen. Also es war, ganz ehrlich, ein schönes Event. Ja. Und die Leute, also man hat wirklich gemerkt, dass wirklich der Großteil der Leute sich wirklich Gedanken gemacht hat, hey, was ziehe ich an? Und selbst ich, als ich nach Lederklamotten gesucht habe, habe ich auch schon 4-5 Leute vorab getroffen, die sich dafür vorbereitet haben. Also das war schon nicht schlecht, ja. Sehr cool. Nee, ich finde auch diese Motto-Partys echt schön. Auch, dass die Leute wirklich dann anfangen, sich nochmal quasi als Event, also Vorab-Event zusammenzutun und sich dafür vorzubereiten, ja, sich jetzt auch für die Halloween-Party oder überhaupt für das Halloween-Event, glaube ich, sind wir ja auch vorab alle nochmal rumgefahren und haben uns zusammengetan und Ideen zusammengeschmissen, und das war im Prinzip so ein eigenes Event für sich, ja, einfach vorab sich da zusammenzutun und nach den ganzen Läden und möglichen Kleidungsoptionen zu schauen. Also ich finde das immer ganz cool. Genau, also wir haben das auch, also dadurch, dass es ja auch so gut lief, unsere Mitarbeiterin, die das organisiert hat, die möchte das dann auch öfter machen. Nicht immer dasselbe, sondern immer ein anderes Motto. Mhm. Genau, aber einfach, weil es auch, ja, ein schönes RP auch dann ergeben hat, dass man das dann einfach öfter macht. Ja, nee, also finde ich echt super. Sehr schön, sehr schön. Dann, was war noch im Oktober? Wir hatten am
15.10. das Foodtruck-Festival beim Galileo-Observatorium. Das, glaube ich, trug die Handschrift von Nadine. Das ist so richtig, ja. Ja, dann stellen Sie das doch mal vor. Ja, für mich war es wichtig, halt einen Ort auszusuchen, wo nicht unbedingt schon irgendwelche Events geplant waren. Dann bin ich zu den Gastros hingefahren, habe die eingeladen. Klar gab es auch interne Geschichten, die IC entstanden sind, warum der 24/7 nicht dabei war und so weiter und so fort. Das sind aber alles IC-Geschichten, die ich jetzt gerade tatsächlich nicht aufzählen möchte. Mhm. Ja, dann im Endeffekt alle angesprochen. Ich hatte Lust darauf, weil ich den Laden tatsächlich auch erst dann 2 Monate oder 3 Monate hatte. Ja, für mich ist es halt dieses Miteinander sehr, sehr wichtig, anstatt immer dieses Gegeneinander. Und ja, und daraufhin habe ich gesagt, nehmen wir den Ort, der ist schön weit oben. Man konnte praktisch runter auch auf die Stadt gucken. Gab es natürlich auch 1, 2 Zwischenfälle. Wie soll es auch anders sein? Und aber ansonsten ist es so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr schön. Also es war auch gut besucht, nehme ich an? Ja, kann mich nicht beklagen, sagen wir es so. Wie gesagt, ich habe allen Gastros auch gesagt, sie sollen selber Verkauf machen. Wir hatten auch tatsächlich T-Shirts und Hoodies anfertigen lassen dafür extra. Und definitiv kommt da auch noch was mehr. Macht ihr jetzt so solche Foodtruck-Festivals dann irgendwie öfter? Oder ist das jetzt, sag ich jetzt mal, so eine einmalige Sache, dass ihr da... Dazu werde ich mich nicht äußern. Alles klar. Es ist auf jeden Fall was in Planung. Das kann ja, ich schon mal sagen. Ja. Also wenn was in Planung ist, ist es immer ja, gut. Ja, ja. Finde ich schön. Mhm. Ja, super. Nee, also wie gesagt, schön, dass ihr auch wirklich, also an alle, die hier eigentlich auch wirklich Events machen, wirklich danke dafür, ja, dass ihr hier wirklich versucht, die Leute dazu animieren und wirklich einfach schöne Hotspots zu schaffen und den Leuten was zu bieten. Das ist wirklich viel wert und davon brauchen wir viel mehr. Und das kann man auch, glaube ich, mit vielen kleinen Dingen, das müssen jetzt nicht immer irgendwie Gewerbe sein, ja, das kann man halt auch mit einer privaten Feier machen, die dann vielleicht einfach öffentlich ist, ne? Also wichtig ist halt einfach nur, dass es wirklich eine Anlaufstation ist für viele Spieler, nicht nur für bestimmte. Also insofern immer her damit. So, was hatten wir denn noch? Wir hatten am 16. die Schnitzeljagd von Annie Knox. Die liebe Annie ist auch da. Ja, hi. Ei, erzähl doch mal ein bisschen was. Wie kam es denn dazu? Wie lief das ab? Wie war's? Also es kam dazu, dass ich etwa 1, 2 Monate vorher ein bisschen den Kleiderschrank in meiner Sozi-Bude ausgemistet habe und dann habe ich ein paar schöne Sachen zusammengesucht, da die ich doppelt oder dreifach hatte. Und die habe ich dann in so eine schwarze Tasche gepackt und an einen Brunnen gestellt und habe das einmal abfotografiert und bei Life Invader draufgestellt und hab mir dann halt irgendwie Spaß draus gemacht, immer mal wieder da vorbeizuschauen, um zu schauen, ob die Tasche schon abgeholt wurde. Hab halt auch bei Life Invader gemeint, wenn jemand die mitnimmt, wäre cool, wenn derjenige dann Bescheid sagt. Kam leider aber halt keine Antwort, nur irgendwann war die Tasche weg nach etwa 4 Stunden. Und hab in meinem Kopf halt die Vorstellung genossen, dass da Leute das sehen, hinfahren und schauen, ist die Tasche noch da, was ist denn da drin? Und dass das Neugier ja, weckt und Spaß macht. Genau, genau, Neugierde und Spaß, ne? Und dann habe ich halt überlegt, sowas halt in größerem Stil zu machen. Und dass es dann halt nicht irgendwie nur irgendwelche Klamotten sind, sondern dass es dann irgendwie Geldgeschenke, Wertgegenstände sind oder so. Und bin dann zu einigen Gewerben gegangen und habe halt nachgefragt, wie sieht's aus? Ich habe die und die Idee, würdet ihr was beisteuern? Habe halt gedacht, dass es vielleicht so Merch-Pullis oder sowas vielleicht kostenlos dann gibt. Vielleicht irgendeine Kleinigkeit oder so. Und über ein paar Kontakte habe ich dann halt irgendwie dann schon direkt Anfragen bekommen. Auch zum Beispiel Supreme Cars hat direkt bei meinem Post bei Life Invader gemeint, ja hier, wir würden auch was dazu beisteuern. Also auch manche kamen von sich aus auf mich zu.
Und ja, da war ich dann ganz schön von den Socken, als ich dann halt gehört habe, was es dann halt, was dann halt kostenlos gestellt wird dafür. Und hab dann überlegt, wie ziehe ich das am besten auf? Mache ich das so, dass ob es jetzt irgendwie Gedichte sind, wie ich das jetzt halt gemacht habe, oder ob ich vielleicht Fotos irgendwie ein bisschen verschwommen mache oder ähnliches und die dann irgendwie per Shortlink oder sowas in ein Notizbuch reinpacke oder solche Sachen. Hab mir da viele Ideen durch den Kopf gehen lassen. Da hat Henry, der auch jetzt hier ist, hat auch mitgeholfen. Dann bin ich die ganze Strecke auch mal abgefahren, wie lange braucht man dafür denn ungefähr, hab mir natürlich vorgestellt, ich weiß, wohin geht, aber die anderen halt nicht, ein bisschen Puffer noch mit eingebaut. Und ja, hab dann halt versucht, Leute zusammenzutrommeln, hab halt auch beim Lack- und Leder-Event Leute angesprochen, ob sie Lust haben mitzumachen und so, immer mal wieder irgendwie, weil auf Life Invader erreicht man auch nicht jeden. Ja, das stimmt. Und so haben sich dann... Ich glaube, da komme ich jetzt ins Spiel, ne? Ja, genau. Redwood hat sich dann halt auch dafür mit angemeldet. Dann habe ich dort getroffen. Und ja, dann als das Foodtruck-Event war, habe ich gedacht, oh nein! Weil Nadine und ich ja immer dieselbe Idee hatten, das da oben zu veranstalten, weil das Ende der Schnitzeljagd war nämlich ebenfalls dort. Und ich habe am Ende des Foodtruck-Festivals habe ich dann die Mitarbeiter, die dort so rumwuselten und die Barrieren da abgebaut haben, habe ich gefragt, könnt ihr das bitte bis morgen Abend noch stehen lassen? Weil ich hatte vergeblich versucht, beim DOJ auch irgendwie eine Lizenz oder sowas zu ergattern, um diese Dinge aufstellen zu lassen. Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Okay, können wir machen, aber... Ich weiß nicht, ob die dann noch morgen da sein werden, aber wir können es ja stehen lassen. Und dann sind sie auch Gott sei Dank da stehen geblieben, weil ich hatte nämlich tatsächlich auch, weil da auf dem Parkplatz ein Feldweg den Berg hoch ging, da hatte ich dann nämlich die letzte Station und dass die Leute da hochlaufen sollten und nicht irgendwie mit ihren Fahrzeugen da hochfahren, hatte ich gedacht, ich möchte das gerne absperren für den Fall der Fälle. Und das hat dann auch halbwegs gut geklappt. Das Einzige war natürlich sehr schade. Was sehr schade war, war halt, es haben sich, ich glaube, 16 Leute angemeldet und letztendlich waren es 2 Teams, die angetreten sind und das war's. Ja, wie hießen denn die Teams? Weißt du das noch? Wie die Teams hießen? Boah, nee, das weiß ich nicht mehr. Nadine? Mhm. Wie hieß denn das Team? Oh Gott, unser hieß, glaube ich, Red Diner, glaube ich. Red Diner, ne? Genau, und die anderen? Ah, Gott, die anderen, oh Gott. Da bin ich jetzt komplett überfragt, ne? Da haben wir auch einen witzigen Namen. Steht aber auch was drin. Ich glaube, Team Regina war es. Ja, genau, Team Regina. Team Regina war es, ja. Das Team Regina. Also zu der Schnitzel sagt, an sich kann man wirklich sagen, es war echt witzig. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich echt blöd angestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Es war aber auch nicht einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe es versucht, am Anfang etwas leichter zu machen und dann ein bisschen die Schwierigkeit anzuziehen. Aber wenn man dann irgendwann eventuell einen Knoten im Gehirn hat, dann fährt man sich irgendwie auf eine Idee fest oder so und dann ist es vielleicht auch schwierig, dann nochmal an der Stelle weiterzukommen. Das ist richtig, aber vielleicht kann ja Nadine was drüber sagen, weil die hat ja schließlich auch mitgespielt. Mhm. Ich glaube, wir hatten Probleme schon bei dem ersten Teil. Also wir hingen da und haben gerätselt und wir kamen dann wirklich tatsächlich überhaupt nicht drauf. Und dann irgendwie nach 5 Minuten so, wait, das ist doch da und wir, da. Wir sind einmal fast um die Insel gefahren. War das nicht am Flughafen der erste Punkt gewesen? Und wir sind komplett rumgefahren. Da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, das steht bestimmt bei den Sprungschanzen da, ne? So. Und schwuppsdiwupps sind wir dann nach 5 Minuten geführt dann nochmal hingefahren und habe gesagt, komm, jetzt hältst du jetzt hier in der Mitte da an, da wo in der Nähe das Ei auch war, von dem Oster-Event so. Und da in der Nähe stand dann auch die Tasche. Ich so, guck mal, da steht sie doch. Hm, super. Ja. Also ich persönlich, die schwierigste Tasche überhaupt, die ich nicht gesehen habe. Ja, möchtest du was sagen?
Nein, nee. Also ich muss jetzt sagen... Hab's du schon extra nicht unter den Tisch gestellt. Also das im Casino, das war wirklich... Klar, man wusste Casino, man geht da rein, sucht alles durch und man findet's nicht. Und dann kam der Anrufer, da liegt doch eine Tasche. Tja. Und wir sind zweimal reingegangen. Zweimal im Casino haben geguckt. Wir haben es nicht gefunden. Ich habe es versucht, nicht ganz so schwer zu machen. Deswegen habe ich halt in den Text auch einfließen lassen. Management, habe mich an den Schildern orientiert, die auch im Casino sind, wo das Management ist. Bin dann da halt einfach durch und dann war da ein schöner Schreibtisch. Dachte ich, da pack ich eine Tasche hin. Da ja, passt doch ganz gut. Das wissen wir jetzt auch. Ja, ich meine, es ist halt auch nicht klein, ne, das Casino. Muss man ja, das auch stimmt. Mal sagen. Ja, nee, schön, aber finde ich super. Also gerade das meinte ich halt vorhin, ne? Es müssen halt nicht unbedingt die Gewerbe sein, die halt auch ein schönes Event auf die Beine stellen, sondern es können auch Privatpersonen sein. Und ich finde das einfach cool, dass du das gemacht hast, Annie. Danke. Wirklich, wirklich toll. Also gut. Dahingehend ist auf jeden Fall mehr auch noch geplant. Oh, das ist super. Also sowohl Schnitzeljagden als auch andere Dinge, die ich noch im Kopf habe. Weil, so wie Nadine es halt auch gesagt hat, dieses Miteinander ist mir halt auch unfassbar wichtig. Dieses Gegeneinander stört mich nicht in gewissem Maße auf dem Server, es gehört auch mit dazu, aber so den Gegenpol, den möchte man da schon ein bisschen stärken. Es darf halt nicht nur gegeneinander geben, ja, genau. Sondern es muss halt auch ein Miteinander geben. Ja, könnte ich auf jeden Fall absolut unterschreiben. Sehr schön. Nee, weiter so? Ich freue mich auf das, was da noch kommt aus deiner Feder. So, aber wen hatten wir denn sonst noch so an Events? Am 21.10. gab es das Box-Event im Hen-Haus. Ich hatte eigentlich den Joe angeschrieben. Ist der da? Er wollte eigentlich auch kommen. Ja, scheinbar ist er nicht da. Ich weiß nicht, ist die Phoebe vielleicht auch gerade im Chat noch oder so? Die ist doch sonst immer im Chat mit drin. VS Posito. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht aus. Nee, aber dann ansonsten vielleicht erzählst du was, Jerry, weil du warst ja zumindest teilweise bei den Box-Events dann auch mit dabei. Also ich war beim ersten war ich dabei. Mhm. Ganz spontan, ich war mit Charles da. Und das hat alles so gut angefangen und Frau Esposito hatte mich dann gefragt, ja, wie wäre es denn, wenn sie die Ansagen machen? Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Aber es ist halt ziemlich schwierig, gerade mit Charles, mit der gehobenen Stimmlage, die Leute so let's get ready to rumble, so anzusagen. Aber ich habe die Stimmung halt versucht, ein bisschen zu lockern. Es waren sehr viele Leute da, die geboxt haben und sehr viele Zuschauer. Und ich kam dann irgendwann ganz spontan auf die Idee, alle Teilnehmern Spitznamen zu verpassen. Ja. Darunter waren Spitznamen, die waren schon, ich würde sagen, einzigartig. Ja. Also ja, wir haben speziell hätte ich gesagt, aber ja. Speziell vielleicht auch, ja. Also wir hatten einmal den Snowman, wir hatten Hufflepuff, Blackwood, der Red Priest, Ventanyl hatten wir, Big Schlong, unser Juri war Igor, der Ossi, da hatten wir Wolverine, die schreckliche, und ganz viel so. Mr. 16, Amo, The Businessman und so was. Also, war schon ziemlich lustig und es war halt sehr großer Andrang. Hat den Leuten auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich war tatsächlich beim ersten, war ich auch mit dabei, weil Rick, also mein IC-Partner, ist ja auch angetreten und hat erstmal schön aufs Maul gekriegt. Das war der Red Priest. Richtig. Ja. Nee, also es war auf jeden Fall gut aufgezogen, hat richtig Spaß gemacht. Es waren noch jede Menge Leute da. Also das hatte ich fast so gar nicht erwartet, aber es waren wirklich viele Leute da. Es war wirklich schön. Solche Box-Events, mal gucken, vielleicht kriegen wir die auch wieder öfter hin. Wir haben doch eigentlich auch diesen Box-Club, oder? Diesen Fight-Club. Eigentlich aktuell besetzt. Ja, vielleicht machen die ja auch mal was, das wäre echt schön. Ich glaube, der gehört Connor. Bin ich mir aber nicht sicher.
glaube bei dem nicht mehr. Gut. Wie auch immer. Also Box-Event sieht man ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt als Fight Club machen, kann man auch als anderes, also auch so einfach was organisieren. War auf jeden Fall schön, hat Spaß gemacht. Und ich meine, es gibt so viele Leute, die sich mit den Boxhandschuhen einfach so ohne Sinn und Zweck gegenseitig auf die Fresse hauen. Ich denke mal, dann mach doch einfach einen schönen Contest draus. Genau. So, was hatten wir denn sonst noch? Lass mal gucken. Ich glaube, das nächste ist der Wheelie-Contest des Hellhounds Motorradclub. Das wurde organisiert von... Das wurde organisiert, ich mach das mal kurz auf. Ich hab mach das bitte. Das Logo hier von Cerberus Event Agentur. Eine IC-Event-Agentur, von der man sich halt auch Events planen lassen kann. Und die hatten jetzt dann auch diesen Wheelie-Contest organisiert. Ich weiß nicht, war jemand von euch dort? Also ich war nicht da. Wo ist denn Juri eigentlich heute? Der war auf jeden Fall da. Der ist heute verhindert. Der hat sich entschuldigt. Der hätte uns bestimmt was erzählt. Ja, der hätte uns auf jeden Fall was erzählt. Aber haben wir nicht jemanden vom Hellhounds Motorradclub da? Glaub nicht. Okay, dann war das diese Vielleicht-Zusage. Ja, nee, dann leider nicht. Wie schade. Ja, also ich muss gestehen, ich kann selbst jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich selbst auch nicht da war. Aber ja, also war halt ein Wheelie-Contest. Genau. Ansonsten, was hatten wir sonst? Ja, natürlich unser ganz fettes Event am 30.10. Im Chat schreibt gerade Teddy. Ja? Schreibt im Chat, dass das ist der das geplant hat. Mit dem wir vorhin gesprochen haben. Ja. Da hatten wir doch aber schon entsprechend... Ja, er schreibt gerade im Chat, ja, bin hier. Bin ihr, schreibt er. Soll uns das jetzt sagen? Ja, genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, genau, es war dein Event, richtig. Jetzt weiß ich halt nicht, wie gut es angekommen ist. Also, waren viele Leute da? Hat es gut geklappt? Also wir hatten ja vorhin schon gesprochen vorab, dass das vielleicht, also dass er nicht mit im Stream ist. Ja, er ist verhindert, stimmlich. Genau. Na gut, mach weiter. Ja, gleichzeitig war aber noch ein Event an dem Tag, das haben wir auch nicht mehr reingekriegt. Das war die Halloween-Party vom Yellow Check-In. Okay. War zum Beispiel da mit wohl sämtlichen Rabatten und Halloween-Merch und so. Da war auch einiges los. Und einen Party-Truck habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch da war. Da war auch Juri da auf jeden Fall. Der hätte jetzt auch noch was sagen können. Das ist mir noch so eingefallen, ja. Ich habe es nur so nebenbei mitbekommen, weil mein Mann da war. Also ich war da verhindert, ich war nicht da. Aber ich habe es bei ihm so ab und zu mal auf dem Monitor gesehen. Also er war da und die war auch gut besucht, soweit ich das gesehen habe. Und ja, schien eine gute Party zu sein, auf jeden Fall. Ja, Teddy schreibt gerade noch, bei seinem waren 16 Leute angemeldet, 8 waren da. Das ist immer schade, dass es melden sich sowieso immer schon nicht so üppig Leute an und die sich dann anmelden, kommen dann nicht. Das ist halt wirklich echt schade und dazu möchte ich vielleicht auch mal einen Appell machen an alle, die sich vielleicht überlegen, zu so einem Event zu gehen, macht es einfach. Da steckt so viel Aufwand, so viel Hingabe und so viel Liebe drin in so einem Event. Das ist nicht mal eben schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Geht da hin und honoriert das wenigstens mit Anwesenheit. Ja, also das ist wirklich cool, wenn ihr das macht. Weil die Leute da schon wirklich Zeit opfern für. Auch nur so können Hotspots überhaupt entstehen, also für die gesamte Community. Gut. Ja. Und dann am 30.10. hatten wir dann unser Halloween-Event. Welches yours, Rosi? Halloween. Ja, das war schön. Ja, Trick or Treat. Das war sehr schön. Ja, alles hat angefangen mit der Trick or Treat Street.
Ich weiß gar nicht, ob der Rest hier, der hier im Channel ist, auch mit dabei war und dann gleich mal sagen kann, was so seine liebste Attraktion ist oder auch die Leute im Chat, welche wir vielleicht fürs nächste Jahr auf jeden Fall wieder nehmen sollten, welche wir vielleicht weglassen könnten. Genau, Trick or Treat Street, da konnten die Leute praktisch, und das waren echt viele, die von so Haus zu Haus gegangen sind und für jedes Türchen haben wir uns praktisch etwas einfallen lassen, was dort ausgegeben wird. Da sind halt praktisch die ganzen Kürbisse so ins Spiel gekommen, zum Beispiel, also die ausstellbaren Kürbis, die Kürbislaterne, die danach auch in den Kiosk gekommen sind. Aber auch unser wunderschöner Halloween-Hoodie und was weiß ich nicht, was wir da alles drin hatten. Genau, das zweite war dann das Schmuckhaus vom letzten Jahr und man sieht auch auf dem Bild, was Redwood da gerade eingeblendet hat, ganz unten. Ey, es waren so viele Leute, die da anstanden. Also hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal so viele hingehen. Aber ich glaube, so der richtige Gruselfaktor ist da ein bisschen ausgeblieben, weil viele kannten es halt schon vom letzten Jahr, was auf sie zukommen. Das hatte natürlich letztes Jahr ein bisschen mehr für den traurigen Faktor gesorgt. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe auch mit meinem Mann da ziemlich lang drüber gesprochen, weil wir uns da auch drüber unterhalten hatten, dass das vielleicht einfach deswegen ja nicht mehr ganz so gruselig war, weil sie es halt schon vom letzten Jahr kannten. Ja, richtig. Also ich glaube, nächstes Jahr müssen wir es weglassen. Habe ich so das Gefühl. Also im Chat schreibt... Aber natürlich auch immer neue Leute auf den Server kommen, die es dann halt nicht miterlebt haben. Ja, das ist richtig. Aber die... Natürlich erzählt man sich das, ne? Also dann weiß, wenn man weiß, was kommt, dann... Ne? Also, aber ein paar haben sich trotzdem erschreckt. Im Chat schreibt, Attraktion 1 war letztes Jahr der Kostümwettbewerb. Letztes Jahr, der war geil. Ja, das war ja überwiegend, da gab es ja nochmal eine Extra-Partys von so ein paar Gewerben in Palito. Die haben den Kostümwettbewerb getan. Hatten wir eigentlich gar nicht so viel, glaube ich, zu tun gehabt mit. Wir haben nur die Preise mitgesponsert. Aber ja, klar, ne, so Kreativität, das zu belohnen in so einem Kostüm, gerade wenn es um Kostüme geht, ist ja natürlich eine ganz coole Sache. Ja, und Kati schreibt, sie hat sich mega erschrocken. Ja. Und das dritte war dann praktisch der Gruselpark, angelehnt an den mexikanischen Feiertag, um das im RP auch so zu verpacken, dass wir dort auf einem Friedhof feiern. Alle, die sich im RP gefragt haben, warum passiert das so oder OOC, ja, das war halt ein Mapping, was wir gekauft haben. Ne? Also Szenerie nennt man das. Da kann man sich gar nicht so aussuchen, wo die steht, sondern das ist halt fest dann drin und wird dann praktisch aufgespielt. Und das haben wir da gemacht. Es war eine unfassbar geile Kulisse. Also wer da war, das war schon echt cool, den Friedhof so zu sehen. Und wir hatten da auch mega Spaß. Da gab es oben auf dem Berg einen Hexenzirkel. Und wir haben die Person so dahingestellt. Und die Community-Gewinner sind übrigens auch da. Ja, den Sprecher spreche ich auch gleich an. Auf jeden Fall hat dann auf einmal ein Supporter Feuer in der Mitte gelegt. Das war super witzig. Genau, und wir hatten natürlich das Gewinnspiel, wo wir drei Leuten die Möglichkeit geben wollten, eben so ein Gruselpad zu spielen, vom Kopflosen bis... Also wir hatten ganz verschiedene zur Auswahl. Und ja, da haben wir ja drei Gewinner gehabt. Obi, falls er sich entmuten mag. Frau Reed und nicht den Henry, ganz? Oder? Nee, warte mal, doch. Nee. Doch, ja, richtig. Ja, genau, okay. Genau, erzählt's mal aus eurem Blickwinkel, was habt ihr so gemacht, wie war's für euch? Würdet ihr das wieder machen? Klar, immer wieder gerne. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Als ich die Nachricht im Discord bekommen habe, war ich... Soll ich erklären? Ich habe mich tierisch auch gefreut. Gedacht, war ein bisschen überfordert, was ich tun soll. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, die Leute habe ich erschreckt. Alle haben gelacht. Ich habe gelacht. Wir hatten Spaß. Was hast du denn? Welches Pet hattest du denn? Ach, diesen Zombie mit dem Anzug, glaube ich. Ah, der, vor dem ich mal geflüchtet bin. Ja, ja. Ja, ich auch. Der wollte immer jeden anknabbern. Am besten fand ja, ich. Am besten lustig. Fand ich. Was hast du? Wie war das? Alfred Montgomery ist da. Fleisch. Ah, nee, zu alt.
hat er gesagt. Nee, Hirn. Ach nee, ist keins. Ja, oder? Genau. Also wirklich, es ist zu dem Hirn, oh, Fleisch. Ah, nee, ist zu alt, komm, lass gehen, weißt du? So, das fand ich halt einfach wirklich geil. Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Also ich würde es immer wieder gerne machen. Sehr schön. Und Obeng? Ich habe den Kopflosen gespielt. Ich bereue das ein bisschen tatsächlich, weil ich kann als Kopfloser nicht interagieren so vernünftig, ne? Ja. Weil ein Kopfloser hört halt nichts. Ne? Hört nichts, sieht nichts. Ja. Kann nicht reden. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Das ist doof gelaufen. Ne? Hätte ich das, da habe ich nicht drüber nachgedacht, ne? Ich habe gedacht, komm, spielst du mit den Kopflosen? Habe ich gedacht, oh, scheiße. Stimmverzerrer und so ist nicht, ne? Da habe ich mich ein bisschen geärgert, so. Aber sonst, ich denke, ich konnte den einen oder anderen erschrecken, ne? Hat halt trotzdem Spaß gemacht. Und was war so euer, also wie fandet ihr die beiden anderen Locations so? Was war so euer bevorzugtes? Jetzt das, wo ihr auch selber wart, oder fandet ihr die anderen, was habt ihr da so bevorzugt? Ich für meinen Teil den Friedhof auf jeden Fall. Bei mir auch der Friedhof. In der Locations war ich nicht dabei, leider. Okay. Ja, das Spukhaus, ja. Da war ja eine Riesenschlange, ne? Ja, das war tatsächlich Riesenschlange. Und also von der Trick-or-Treat-Street, ich meine, ich war natürlich auch einer der Verteilenden. Ich glaube, ich war die Erste, zu der alle geströmt sind, direkt vorne am Eingang. Das war schon ein bisschen stressig. Ich fand tatsächlich, ich soll immer nicht so viel Negatives sagen, aber ich fand das halt so, ey, gib was Süßes oder ich stech dich ab. Das fand ich halt irgendwie nicht so prickelnd. Das ist halt irgendwie Trick or Treat. Ich hoffe, du hast Zitronen gegeben. Ja, hab ich. Und was ich auch ein bisschen schade fand, ist halt wirklich, wenn die Leute so gar nicht verkleidet gekommen sind. Ich glaube, zwei habe ich tatsächlich auch wieder weggeschickt. Den ich dann ein Kostüm gegeben habe, weil zwei haben gesagt, ich habe keins. Nee, also einer hat wenigstens schlagfertig geantwortet, ne? Ich so, was sollst du denn darstellen? Ja, mein böses Selbst, ja? Das fand ich halt, na gut, ne? Aber wirklich zwei Damen musste ich tatsächlich abweisen, die gar nicht verkleidet kamen. Und ich habe denen noch die Tipp gegeben, wo sie ein schönes Kostüm kriegen. Habe ich nur ein flaumiges, ja, wissen wir, bekommen. Aber mein Schwund ist immer, ne? Ah, wenn ich mitmachen will, muss ja nicht. Also, richtig. Da habe ich ja echt ein cooles Erlebnis gehabt bei der Trick or Treat. Also erstmal natürlich, es war mega voll. Definitiv. Ja. Die Schlange wurde auch immer länger und immer länger und immer länger. Und zum Schluss hatte ich da zwei Damen. Und ich hatte mit meinem Char diese Glubsch-Augenbowle. Und wer sich den Stream vielleicht im Nachhinein angeguckt hat, der wird wissen, wovon ich rede. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich die Glubsch-Augenbowle ausgegeben habe, dass, wenn sie diese zerbeißt, das noch ein bisschen knirscht, weil die sind frisch geerntet, die Glubsch-Augen. Und dann sagt die Dame dann wortwörtlich 1:1 zu mir, das ist gar kein Problem, ich schluck im Ganzen. Ja. Also, war schon sehr extravagant, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und so kam es dann zu eurer Dreierparty, genau. Ja, wow. Das habe ich mir gerade vergessen. Nee, also es war echt voll, es war echt schön. Selbst ich habe mich erschreckt. Ich bin dann, wo ich gerade Luft hatte, mal zu den Häusern rumgegangen, dann springt mich so ein Clown an mit Stimmverzerrer. Da habe selbst ich mich erschreckt. Ja. Manche Sachen waren schon wirklich sehr gruselig. Manche Sachen fand ich auch wirklich optisch sehr schön. Also zum Beispiel die ganzen Todesengel, die es teilweise so gab, die waren ganz nett. Also da waren schon schöne Sachen dabei. Was ich auch cool fand, war der Frechdachs von Whoopi. Das fand ich halt auch nett. Also ja, das war ein süßes Kostüm. Das war wirklich süß, richtig. Also es waren schöne Sachen dabei auf jeden Fall. Absolut, ja. Weiß gar nicht, kannst du so eine Umfrage machen, Redwood? Weiß nicht wie. Ah. Müssen wir mal, finde ich, das mal mit auf die Agenda nehmen. Dass wir uns da mal schlau machen. Ja. Gut, aber ich glaube, es gab ja auch noch eine spezielle Kulinarität zu dem Halloween-Event, Redwood. Nochmal, wie bitte? Es gab ja noch was Spezielles zu essen. Ja. Für Halloween.
Das ist richtig. Was gab es denn da zu essen? Also, ja. Also nebenbei zu der Glubschaugenbude haben wir natürlich auch eine Kürbis-Kokossuppe gehabt. Und wir haben uns hingesetzt und haben diese denn auch durch verschiedenstes Testen und durch meinen inneren Monk denn nachgekocht. Ja, dieses Rezept findet ihr wie immer in den News oder auch wenn ihr das lesen könnt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also wir haben halt diesmal keine Gastro, sondern wir haben ein Item, was wir selber mit ins Spiel gebracht haben, an dem Tag ein Rezept ausgeschrieben. Und ich warte nur darauf, dass irgendjemand das nachkocht und mir mal sein Feedback gibt. Wenn schon jemand nachgekocht hat, vielleicht einfach mal kurz hier melden. Ja, genau. Es wäre der Herbst ohne nur anständige Küche. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wie Spargelzeit ohne Spargel, geht auch nicht. Ja. Richtig. Genau. So, das wäre quasi Halloween. Gab es sonst noch was zu Halloween zu erzählen? Ich glaube dann nicht, oder? Ich glaube nicht, ne. Glaub dann kommen nicht, wir doch mal zu dem, was kommt denn als nächstes, lieber Redwood? Kannst du uns schon einen kleinen Ausblick geben? Als nächstes, ja. Also die nächsten Events, die geplant sind, oder das größte Event, das geplant ist, ist natürlich die Pick-Show. Die haben wir auch, ich suche sie gerade. Da. Die Schweineshow. Gibt es genau, da Schweine oder was? Die Schweineshow. Na, das verraten nicht, um was es geht. Muss man Schwein haben, vielleicht. Aber für die ältere Generation könnte es Flashbacks erinnern zu den 2000er, also zum 2000-Jahrgang, zum Jahreswechsel da. Also, genau, wir haben uns da inspirieren lassen von einer Show, die es schon mal im Fernsehen gab. So würde ich es beschreiben, ja, oder, Redwood? Ja, genau. Also lasst euch gesagt sein, mehr werden wir darüber nicht verraten, weil es würde die Vorfreude ziemlich zerstören. Deswegen seid gespannt. Und ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit. Da sind so viele Überraschungen bei, was da ist. Ich bin geflasht. Jetzt schon, weil ich weiß, was kommt und ihr nicht. Und haltet euch einfach fest. Das wird mega geil. Sehr gut. By the way, für die hier immer noch auf dem Testserver rumgucken, ne, esst und trinkt mal was nebenbei. Hab ich schon. Gut. Oh, stimmt. Ja. Ansonsten, was haben wir denn sonst noch Schönes auf unserer Agenda stehen? Als nächstes wäre eigentlich das Interview mit den, also über den Hellhounds MC. Aber ich glaube, da ist niemand da. Oder ist noch nachträglich jemand unten in den Kanal reingerutscht? Nee, leider nicht. Ich habe auch noch keine Nachricht weiterbekommen. Ich habe gerade noch mal sicher selber Discord gecheckt. Nee, also dann, es gab noch ein Interview über den Hellhounds MC. Also wenn ihr das nachlesen wollt, dann könnt ihr da über die Entstehungsgeschichte und die einzelnen Ränge und wie das halt in so einem MC alles abläuft, ist in diesem Beitrag sehr schön erklärt. Also wenn ihr das immer schon mal wissen wolltet, wie das da so abläuft im MC, lest das einfach kurz in unserem Newsletter nach. Genau. Ansonsten, was gibt's noch? Wir haben eine neue Rubrik, Dirty Deine Anzeigen. Und da sieht man tatsächlich, was zurzeit so auf den Werbescreen vom DOC auch läuft. Das ist, glaube ich, im Flughafen und direkt beim DOC und ich glaube noch irgendwo. Bei der Paintball Arena. Bei der Paintball Arena, genau. Also es gibt so 15 Stück, glaube ich. Genau, also da könnt ihr halt Werbung schalten. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr halt dem DOC halt ein Bild zukommen lasst, das ihr quasi in dieses Werbevideo mit aufnehmen wollt. Und dann wird das quasi als Animation, in die Animation mit eingebaut und dort abgespielt. Ich weiß nicht, Redwood, kannst und willst du das noch irgendwo zeigen oder eher nicht so? Nee, brauchen wir nicht.
Gut. Wir hatten dieses Mal verschiedene Werbende. Das war hauptsächlich, glaube ich, DOJ mit Wir suchen neue Leute. Dann hatten wir das DOC mit ihren Öffnungszeiten. Dann das ACLS, das, glaube ich, noch Leute suchte. Genauso wie LSFD und LSPD. Wie sieht es da aus, Rosi? Zum LSPD hast du ja, glaube ich, noch was zu sagen. Ja, wenn du auf den nächsten Artikel praktisch abzielst. Richtig, so war das gedacht. Dann kann Redwood das ja gerne mal im Stream zeigen. Genau, ich habe ja erst dieses Mal zum Vorsatz genommen, etwas über die Neuerungen vom LSPD zu schreiben, weil einigen das natürlich nicht ganz bewusst ist, wenn sich da irgendwas tut. Wir haben aber tatsächlich so ein paar Sachen geändert. Natürlich kommen auch noch ein paar Sachen teamseitig, also ne, Fahrzeugmodding und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Development Roadmap hat man ja schon gesehen. Da ist natürlich einiges auch für die Exekutive. Genau, und was wir aber so geändert haben, sind so ein paar Sachen wie, dass wir die Dienstpflicht abgeschafft haben für Kadetten. Dieses Merkmal, dieses Cappy, weil ich meine, nichts auf diesem Server hat mehr oder hat mehr Bedeutung als die Individualität einer Person. Ja, deswegen haben wir die Kadetten-Cappys abgeschafft. Man identifiziert sich jetzt praktisch nur noch anhand einer Weste, einer ganz bestimmten Westenart, die Kadetten tragen. Genau, es gibt die Möglichkeit, zusätzlich zu den Wiedereinstellungen von einem Charakter, der praktisch bereits im LSPD tätig war, so einen Versetzungsantrag zu stellen. Das heißt, eben Cop-Spieler, die schon mal auf einem anderen Server lange Polizist gespielt haben oder jetzt, wie soll ich sagen, mit einem Zweiter kommen, weil sie vielleicht ins Crime abgestürzt sind oder sonst wie, dass sie nicht nochmal die komplette Ausbildung nochmal wiederholen müssen, diese 3-4 Wochen, dass diese eben so eine Art Versetzungsantrag stellen dürfen und das im RP auch so ausspielen können, dass sie von einer anderen Bundesstelle praktisch versetzt werden. Ja. Und für Wiedereinsteller haben wir die Möglichkeit, jetzt, dass man praktisch in einem höheren Rang wieder einsteigen kann. Das heißt, ein Sergeant darf bei uns als Patrol Officer einsteigen und ein Lieutenant darf bei uns als Senior Officer einsteigen. Und die Rangstufen stehen dann mit dabei. Das müssten, Redwood Rangstufe 9 müsste der Senior Officer sein und ich glaube Rangstufe 6 müsste der Patrol Officer sein. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die es jetzt neu gibt und man natürlich gerne auch nutzen kann, worüber wir uns immer freuen. Eine ganz neue Sache, die aber nicht nur das LSPD betrifft und für die wir auch letztendlich uns hier teamseitig eingesetzt haben, ist, dass der Schritt in eine Behörde leichter fällt, indem man das Einstiegsgehalt enorm angehoben hat, von 800 auf 1500 Dollar. Das hilft insofern, dass man, ne, also gemacht sehen halt das schnelle Geld natürlich, wenn sie als neuer Spieler auf dem Server kommen im Crime-Bereich, was ja auch richtig ist. Aber genau, um es lukrativer zu machen hier, der Einstieg auch in den verschiedenen Behörden eben mit einem guten, neuen, hoch angesetzten Gang. Ja. Ja, nee, das hört sich super an. Vor allen Dingen, dass man halt jetzt nicht immer von vorne anfangen muss, sondern dass man halt auch, wenn man, weiß ich, schon mal woanders als Cop gearbeitet hat, egal wo, halt einfach dann jetzt einsteigen kann. Oder weiß ich zum Beispiel jetzt mit einem Zweitcharakter, ja, dass man das dann wenigstens so ausspielen kann und sagen kann, hey, ich muss jetzt nicht nochmal mit dem Kadetten anfangen, sondern halt dann, hab halt schon Vorbildung, ne? Ja, genau, also gerade wenn man wirklich schon mal irgendwo Cop gespielt hat, also wenn ich mich jetzt, ne, die jetzt 2 Jahre, 3 Jahre Cop-RP gespielt hat, mir jetzt überlegen müsste, okay, ich möchte den Server wechseln oder ich möchte jetzt, ne, einen Server hat geschlossen, ich komme jetzt auf einen anderen Server und ich möchte wieder Polizist sein, ne, dann würde mich persönlich auch nerven, wahrscheinlich alles komplett nochmal von vorne anzufangen. Ich denke, viele Sachen sind gleich und dann viele Sachen, wenn man so lange Cop gespielt hat, kann man sehr schnell adaptieren. Also was jetzt Gesetzeslage ist, was jetzt vielleicht einzelne Prozesse sind, jetzt so typische Sachen wie Verkehrskontrolle, dass vielleicht gewisse Sachen werden gleich gemacht, vielleicht werden einzelne Sachen anders gehandhabt, aber da kann man sich relativ schnell einfinden, wenn man schon, sag ich mal, ein bisschen damit vertraut ist. Ja, oder und halt genau, wie gesagt, dafür man hat halt sein. Auch auf, was ich auf Dirty schon mal gespielt als Cop.
Und hat jetzt einen neuen Charakter oder einen zweiten Charakter und möchte mit dem halt jetzt dann die Police-Laufbahn anstreben, dann muss man halt da auch nicht von Null anfangen, sondern steigt halt einfach ein. Richtig, ja. Also es wird natürlich trotzdem überprüft. Also es ist so, dass man dann praktisch ein kleines Gespräch führt, wo so die Basics abgefragt werden. Na, wann darf ich auf jemanden schießen zum Beispiel? Und dann ist halt wirklich Praxis, Eingewöhnungszeit und nach 2 Wochen macht man dann auch wirklich eine Praxisüberprüfung, indem man einfach nur mit demjenigen Streife fährt und sagt, okay, passt alles, super, schön. Und genauso sind wir da auch dran, die Ausbildung jetzt immer mehr in die Praxis zu verlegen, halt, sag ich mal, ja, die Theorie und dieses Unnötige wirklich, sag ich mal, in einem Raum stehen und sich da beprobern zu lassen, das halt so viel wie möglich auf die Straße und in die Praxis teilzubringen. Also gibt es auf jeden Fall viele Änderungen. Wir sind da auch immer dran, das den Leuten so angenehm und so effizient wie möglich zu machen. Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Ja. Super. Also, aber es ist halt jetzt auch nicht nur das PD, das, glaube ich, Leute sucht, das ist, glaube ich, generell immer noch aber so, das dass sind alle Behörden. Ja, das sind alle Behörden. Also, ne, man merkt es jetzt, wir haben ja zum Beispiel, wurde ja heute announced, dass die Fahrschule wieder ausgeschrieben ist. Also, wer da Interesse hat, dafür zum Beispiel, es ist der USMS, der sucht, es ist das LSFD, was sucht. Wir suchen da eigentlich alle, oder die sagen alle tatkräftig, DOD, ja, alle. Hat man ja gerade bei den Anzeigen gesehen. Man sucht da halt wirklich auch Integra-Charakter, die da Bock drauf haben, das zu spielen. Ist auch wichtig für einen RP-Server, dass du eine ausgewogene, also ausgewogene Seiten hast. Genau, also wer da Interesse hat, sollte das vielleicht mal in Erwägung ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, gibt es in anderen Behörden dann auch so Erleichterungen für den Einstieg oder ist das jetzt wirklich alleine beim PD so im Moment? Kann ich dir gar nicht so sagen. Also ich meine, den Behördenwechsel, das ist ja schon so ein Einstieg, den man gefasst hat, wo man, sag ich mal, auch innerhalb der Behörden hin und her switchen könnte, rein hypothetisch. Ansonsten beim LSFD gibt es ja die Möglichkeit, sogar ein bezahltes Trainee zu machen, also das Praktikum, was auch beim PD als Ride-Along gibt, gibt es halt beim LSFD, ich glaube, sogar bezahlt. Ja, ob es jetzt weitere Einstiegsmöglichkeiten gibt, das kann ich dir gar nicht so direkt sagen, muss ich ehrlich sagen. Da müsste man wahrscheinlich auf die Behörden selbst zugehen. Mhm. Aber ja, Anfragen kostet ja sowieso nichts und auch so ein Training. Ich wollte gerade sagen, also im RP gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch mal anzufragen oder gerade auch mal zu sagen im RP, dass es da eine Möglichkeit gibt oder so, die, ne, wenn man gutes RP macht, dann finden sich bestimmt ganz viele andere coole Wege. Vielleicht auch vielleicht Unterstützer, die ein Praktikum bezahlen zum Beispiel. Also ich würde mich auch hinstellen und sagen, wenn da jemand interessiert ist an einem Job, ne, und da weiß nicht, wie er über Runden kommt, aber er ist interessiert, ja, dann gebe ich ihm auch mal ein bisschen Geld, damit er über Runden kommt, wenn ihn das interessiert. Also wenn man gutes RP macht, kriegt man auch Gutes zurück. Ne? Also mehr kann man dazu nicht sagen. Das stimmt. Ja gut, weiß ich nicht, Rosi, haben wir sonst noch irgendwas, was wir vielleicht ankündigen oder generell nochmal sagen wollen? Ansonsten wären wir nämlich eigentlich mit den Themen durch. Ich weiß nicht, wie Redford jetzt zu dem Abspielen von den lustigen Clips steht. Bin ich dabei. Das können wir gerne rüber switchen. Ja, also ich weiß gar nicht, was man so ankündigen kann. Also ich glaube, wer jetzt so wissen will, was so auf Dirty passiert, der sollte sich unbedingt nochmal in den Leak-Kanal begeben. Dass ja gestern noch der Trailer zu den ATMs gezeigt worden oder veröffentlicht worden. und ich habe das auch schon getestet auf dem Testserver und das ist mega, ein mega Update. Also ein mega Feature, was kommt, finde ich mega. Also wirklich richtig begeistert. Und ich glaube, da kommt jetzt halt auch noch ein bisschen mehr, ne, wenn wir auf unsere Roadmap. Sehr cool. Ich bin echt gespannt. So, also aber dieser Leak-Kanal lohnt sich auf jeden Fall immer. Ja, Redwood? Wollen wir es mal testen, ob es funktioniert, Leute? Ja. Ich drücke mal auf Play. Ach, schade, dieses Video ist leider nicht verfügbar. Das ist aber doof. Oh, da habt ihr nicht den richtigen Link, glaube ich, oder? Doch, doch, doch. Echt? Ja, ich probiere es mal mit dem anderen. Ja, schreibt dann jemand F in den Chat, ja, das ist der Vorführeffekt. Ja. Ja, dann. Ich Moment, denke mal, die Moment, ich versuche noch. Ich versuch, Moment.
Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Ja, versuch mal. Wir probieren mal. Also ansonsten habe ich tatsächlich jetzt nichts mehr. Bald ist Weihnachten, ne, Fiona? Ja, weiß ich nicht, wann geht denn da, also, ach, ich wurde ja tatsächlich jetzt gefragt, ne, wann fängt es denn an zu schneien? Weiß nicht. Nee. Also letztendlich ist ja unser Wetter angepasst an Paris. Ja, ne? Aber doch nicht wegen mit Dezember, ne? Nee, also das muss man dann wahrscheinlich aussetzen, aber da gibt es halt echt auch gespaltene Meinungen, schreibt der Erste schon hoffentlich nie. Es ist nämlich auch im RP, hat das was Geiles und auch irgendwie nicht, ne? Wenn man da manchmal wenn ich Überbelichtungsverhältnisse sein darf. Und die Farbverhältnisse. Wenn ich ehrlich sein darf. Also ich meine, Weihnachten und Schnee gehört natürlich im Idealfall zusammen. Da bin ich ganz dabei, ja? Aber es muss nicht Punkt am 1. Dezember schneien. Und es muss auch nicht den ganzen Dezember durchschneien. Mir würde das tatsächlich reichen, wenn es zu den Weihnachtsfeiertagen von mir aus bis Silvester und danach nicht mehr. Und davor auch. Also von mir aus könnt ihr jetzt schon schneien. Nein. Doch, natürlich. Also jetzt sofort Schnee, ich wäre dabei. Ja. Nein. Definitiv. Ah, Fiona, ich glaube, da verlieren wir. Aber es ist halt auch Weihnachtsmarkt. Und Weihnachtsmarkt ohne Schnee. Schnee ist halt auch schade, ne? Muss man mal schauen. Da müssen wir mal mit. Da kannst aber hier, du hast aber auch ganz viele Befürworter. Stimmt, ein wenig Schnee ist okay, eine Woche reicht vollkommen. Ja, ich finde auch, eine Woche würde vollkommen reichen, aber nicht wieder 3 Monate. Och, doch. Wieder geht los. Wurde angetrieben von den Schwingen der Liebe, die sich durch die Situation ergaben. Der Watson hat ja auch selbst gesagt, dass sich die Frau Lightwood an die Geschwindigkeitsregeln in diesem Falle gehalten hat. Sie wollte ja auch anhalten, aber die Schmetterlinge im Bauch und die Schwingen der Liebe, die das Motorrad in diesem Moment beflügelt haben, haben dazu geführt, dass ein Bremsvorgang nicht in dem erforderlichen Rahmen möglich gewesen wäre. Und das ist die Problematik daran. Jetzt möchte die Frau Lightwood das natürlich auch noch kurz ausführen und dazu eine Stellungnahme abgeben, Frau Lightwood. Ja. Also meine Stellungnahme ist, wissen Sie, wie es ist, wenn man verliebt ist und dann auf einmal jemanden, einen Mann sieht, der auf einmal... Ja, den man schon von der Arbeit damals kannte, den man sehr toll fand, mit dem man sehr viel auf Streifen unterwegs cool war, der auch einem viel beigebracht hat, den auf einmal dann wieder sieht, das war so wie so ein Schockverliebtsein und ich konnte dann einfach nicht mehr aufhören zu fahren. Wie gesagt, die Schwingen der Liebe. Ich wollte eigentlich anhalten, aber irgendwie war mein Herz so fahr weiter. Was? Also es war echt schon witzig, ja? Es war echt schon witzig. Ja, das glaube ich. Würde man mit so einer Ausrede bei dir durchkommen? Also, es ist halt immer, da ist glaube ich jeder natürlich ein bisschen anders, aber es ist zumindest mal kreatives RP und für sowas bin ich immer. Ja, auf jeden Fall. Ehrlich sagen. Und also wer sich Mühe gibt, der soll auch im RP belohnt werden. Richtig, wollte ich gerade sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn einer jemanden umschießt direkt vor mir und sagt, ja, ich war jetzt sauer, weil ich hat mich betrogen. Und verstehen Sie das? Das ist halt natürlich irgendwo eine Grenze. Aber bei sowas... Ja, ich sag mal, wie ich vorhin schon gesagt, wenn man gutes RP macht, bekommt man auch gutes RP zurück. Absolut, ja. So. Sollte hast du noch mehr? Sein, und jetzt versuchen wir den nächsten. Ja. Aber ich glaube... Nochmal. Hoffentlich werfe ich auch noch eins. Achtung. Und los! Ich glaube, er hat sich gerade gefragt, was ist das Menschenbeschäftigungstherapie? Das weiß ich auch nicht so genau. Eigentlich habe ich hab für ihn hier geworfen. Teddy wollte, glaube ich, nicht mehr. Okay, das ist cool. Das ist echt cool, ja. Ja, wenn der Hund dich korbt, ne? Ja, ja, das ist richtig, ja. Na gut, sind wir durch, ne? Sehr gut. So, dann gehen wir mal raus hier. Und dann, sind wir durch. Vielen lieben Dank an alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet wie immer etwas Spaß dabei und habt euch auch etwas aufschlauen lassen von uns. Und seid gespannt auf unseren nächsten Newsletter. Und habt ansonsten noch einen schönen Restsonntag. Viel Spaß im RP. Denkt dran, wenn wir euch jetzt gleich weiterleiten, dass ihr dann, wenn ihr IC seid, aus dem Stream rausgehen müsst.
Ansonsten habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Habt Spaß. Wir sehen uns. Bis denn. Genau. Und zum krönenden Abschluss, bevor wir euch jetzt raiden, gibt es noch mal ein kleines, eine kleine Sache, die ihr machen könnt. Und zwar für alle, die es interessiert und schon immer mal Dirty Merch haben wollen, könnt ihr natürlich einfach mal bei uns auf der Homepage nachschauen. Da finden wir einen Merch-Button. Ja, und das kann ich euch vielleicht auch gleich nochmal zeigen. Moment. Da. Wenn wir da auf der Website drauf sind, gehen wir auf Dirty Merch. Und dann können wir, ja, dann können wir hier bei Dirty Merch verschiedenste Dirty-Logo auf verschiedenste Produkte rauf tätowieren lassen oder halt kleben lassen. Ihr könnt zwischen ganz vielen Produkten auswählen, sei es von T-Shirts, Hoodies, Tassen, Taschen und so weiter und so fort, könnt ihr hier zum Beispiel ein schönes Plüschtier, ne? Könnt ihr euch das Plüschtier nehmen, sucht euch ein Design aus von Dirty, hier findet es IC heraus, klatscht es einfach mit drauf, könnt die wahlweise verschieben, wie ihr wollt, und könnt auch natürlich auch die Rückseite machen. Also es gibt da viele, viele schöne Sachen, die ihr da machen könnt. Probiert es doch einfach mal aus und wir würden uns freuen, wenn vielleicht im nächsten Stream ein Streamer vielleicht so ein T-Shirt anhat oder vielleicht so ein Cap. Ne? Das würde uns natürlich auch ganz doll freuen und in dem Sinne vielen Dank nochmal an alle, die teilhaben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt einen raiden und die Wahl ist getroffen auf so ein Random Tool. Captain Kevin, wo haben wir ihn? Den werden wir euch mal raiden von den Eagles und wünsche euch dabei noch viel Spaß. Tschüss. Macht's gut. Ciao.